Herzrechnung noch nicht gelegt. Also ich hoffe, es ist ein schönes Spiel. Das wäre es gut. Ich bin froh, wenn ich mal mit Prime Viertel. Nun kommt er. Ich schäme mich. Ja, das kommt davon, dass ich drückt vor der Ansage. Und der, der gerade ist, muss dann sagen. Ja, ja. Ich meine, ich stecke noch ein bisschen mehr in den Mund, damit es wieder. Ich habe einen Podcaster getroffen, der hat gesagt, der hat Schwierigkeiten, die Biertaucher zu hören, weil da eine Stimme dabei ist, die klingt so, wie er sich selber hört. Und das bringt ihn immer völlig durcheinander. Was? Da hat in einem fremden Podcast seine Stimme quasi. Ja, aber sofort das klingt man. War das meine Stimme? Nee, er hat das weiß und das wusste er nicht, was das für Stimme ist. Er hat gesagt, er wird es jetzt nochmal. Bewusst hören, weil er das so seltsam ist. Ja, ja, das ist gut so, gell? Nein, ich fühle mich, das ist ein gelaberer Podcast. Aber ich habe das Problem auch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich bei dem Podcast hier mitmache. Ja, aber der macht ja dann hier nicht. Ja, das geht mir Gott sei Dank nicht so. Aber ich kann diesen Podcast nicht hören, weil dieser eine Typ da, der ist voll nervig und peinlich. Also meine Freundin findet das auch immer. Geht einmal dann dazu. Männlich oder eine weibliche Stimme? Männlich. Anna ist aus dem Schnee. Also ich höre deswegen auch den Podcast nicht, weil es ist fürchterlich. Ich ertrage den nicht. Werte Zuhörer, falls Sie sich wundern, wo Sie da hineingeraten sind, das ist der Biertaucher-Podcast, Episode 243. Wir schreiben den 16. Februar 2016. Es ist 19.30 Uhr vorbei. Wir befinden uns in der Zypresse. S-Bahnstraße 35 A 1070 Wien. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internet-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle und nicht nur dem Jörg, vielen Dank, sondern auch unseren braven, treuen Flatterern. Bravo! Also Ajuvo und Bernd Schlapsi und alle anderen Flatterer. Wir sind der Stefan. Alexander, Gregor, die Anna und der Dennis und Horst. An dieser Stelle entschuldige ich mich für das Football-Intro. Sollen wir es nochmal aufnehmen? Nein, das ist ja schon ziemlich peinlich. Glaubst du, jetzt wird es besser? Schreiten wir zur hoffnungsvollen Verlesung der Themenliste. Bitte sehr. Nein, ich auch. Okay. Ja. Der liebe Stefan hat das Flugmodus haben wir jeder, sorry, Entschuldigung. Aber ich habe mir mal gefragt, okay, ist okay, der auch Flugmodus? Panik. Thema ist heute, sorry, nicht öffentliches Pad 242. Ja, da bin ich dran schuld. Das 242er Titan Pad, das ich angelegt habe, war nicht öffentlich einsehbar und öffentlich beschreibbar, sondern nur für uns, die wir Accounts vergessen haben. Aber ich reiße mich jetzt zusammen. 243 war jetzt schon öffentlich und der Alexander hat auch schon was reingeschrieben. Wow, ja. Ja, ja, das vergesse ich auch immer. Das ist halt das Default. Also wenn man ein neues Pad macht, dann. Thema. Soll ich es verlesen oder möchte jeder selber sagen, was er reden möchte? Ich glaube, das kann jeder mal so ein bisschen anteasern, oder? Gut. Oder willst du vorlesen? Nein, ich will ja gerade dran. Ich sage nur, ich würde gerne die Anomalisa besprechen, wenn du sie auch schon gesehen hast. Nein, ich habe es nicht geschafft, aber das schaffen wir schon. Erzähl. Okay. Und sonst kann ich berichten, es gibt einen neuen Artikel im International Open Magazine und vielleicht ein bisschen über vom AMS bezahlte Programmierkurse erzählen. Mhm. Ich hätte was über Replikant, über einen Geotop, über Lego, über Serendipity, über die Frau Staatssekretärin Stessel, die Late Job, das Freelancing in Vienna Meetup. Ich habe mit einer Notärztin zu tun gehabt, habe was über Docker gelernt, will Vim lernen, weiß jetzt, wie meine Boeing 737 landet, habe meine Webseiten verschlüsselt, mich bei Google beschwert, eine neue Sprache entdeckt, ein neues Framework zur typografisch korrekten Gestaltung von Webseiten und das war's. So wenig? Ja. Das ist wenig, Stefan. Wirklich. Schlechte Woche. Und einige Sachen hast du bei Fefe geklaut? Nein, bei Fefe nicht. Bei mir auch. Doch, das mit der Typografie. Das ist von mir selbst. Dennis, hast du Themen, über die du reden möchtest? Nein.
Anna, hast du etwas mitgebracht? Ja, ich habe festgestellt, dass ich das, was ich über 4000 Hertz erzählt habe, völliger Schmarrn war, weil das ist nämlich gar nicht das, was die eigentlich geplant haben. Das ist ganz was anderes, das würde ich gerne korrigieren. Und dann gibt es noch ein Netzwerk, was Ähnliches macht, würde ich gerne erzählen. Dann war ich nicht im Kino, also bin ich gespannt, was ihr erzählt im Kino. Dann habe ich einen interessanten YouTube-Kanal entdeckt, den ich mir ganz gerne vorstellen möchte, von einer Autistin über Autismus. Dann habe sie mir eine Aufgabe gestellt und ich habe sie noch nicht komplett gelöst, aber ich bin ein Stück weiter. Okay, also das heißt, du hast Wien erlebt und kannst davon erzählen? Nein, ich habe noch nicht erlebt, weil ich bin ein bisschen erkältet immer noch, aber ich habe mich informiert und erlebt, wie das ist, wenn man irgendwas nicht googeln darf. Das ist echt vertrackt. Ja. ich habe lauter alte Themen. Ja, ich habe lauter alte Themen, aber die werde ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Aber ich habe mir die hasserfüllten 8 angeschaut im Gartenbau. The Hateful Eight. Okay. Tarantino. Gut, ich habe zu berichten über HTTP unter Linux. Mhm. Ich habe City Skylines gespielt. Dann das Lego-Thema war eigentlich von mir. Ich hab ein Lego-Thema, bitte. Also gibt es zwei Lego-Themen. Ich habe so wenig Themen und die du noch gestohlen. Da bin ich doch hier wahrscheinlich am ehesten Lego-Experte. Und ich habe The Expanse geschaut, eine Serie. Yes, doch, bin ich gespannt, was du berichtest. Wo ich auch schon wieder. Ich habe was vergessen. Mhm. Genau, ich kann noch von der Maker-Szene in Wisconsin, USA berichten. Cool. Das ist spannend, ja. Ich beantrage, obwohl wir noch kein förmlicher Verein sind, da wir einen ganz brandneueren Gast haben, der noch neuer ist als die Anna, dass wir dem den Erstauftritt lassen. Also die Überlegung dahinter ist, falls unser Genörde so langweilig ist, dass er dann fluchtartig den Saal verlassen will, dass er trotzdem die Gelegenheit hat, sich vorher zu äußern. Gleichzeitig ist es ein Stoß ins kalte Wasser. Er weiß noch gar nicht, wie das hier abläuft und darf dann selbst damit anfangen. Er möge sich vorstellen, wenn das geht. Ich kenne ihn noch nicht. Hintergrund für die Hörer: Wir sitzen so eng, er kann sowieso nicht raus. und added benefit, falls wir dann doch Burger bestellen, können wir in sein Dings reinschmerzen. Zum Einstand. Okay, sagst du nur kurz, wer du bist oder wie du zu uns kommst? Ich bin Alexander, ich war, glaube ich, vor vielen, vielen Monaten schon mal da. Deswegen war letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Und wir waren nicht da, oder? Warst du? Das war nur noch was da. Ah, das war hier im. Ja, ich schäme mich. Das muss dann im letzten. Aber es ist schon lange. Im Frühling gewesen sein oder noch früher? Frühling kann auch sein, ja. Sehr lange. Das ist das Datum immer. Aber bist du ein Freund vom Johnny, der seine App baut? Oder? Nein. Sorry. Die Zahnräder, ich sehe sie klicken. Klick. Über was hast du damals geredet? Oder? Gute Frage. Okay, also doch nicht ganz brandneu. Irgendwas mit 3D-Druck eventuell. Habe ich gehört, die Episode gibt's. Okay. So, tut mir leid, dass ich dich nicht wieder. Da habe ich die Shownotes geschrieben. Ja, sehr gut. Danke. Gut. Gut, dann werde ich zuerst über meine Lego-Story berichten. Okay. Und zwar war ich vor 3 Wochen in Chicago. Und was hat man nicht anderes zu tun, als mit Legos zu spielen? Dafür fliege ich auch immer kurz rüber. Genau, ja. Chicago bietet sich das an. Kann man hier in Europa nicht machen. Nicht so wie dort. Ist total crazy nach Lego in Chicago. Aber Lego wird nach wie vor in Dänemark produziert, oder haben die das schon gekauft und realisiert? Ich denke, es ist noch immer Dänemark. Also der Hauptsitz ist in Dänemark, aber es wird auch in Ungarn, Deutschland und auch anderen Ländern produziert. Aber in Chicago sind sie einfach nur verrückt danach, oder? Nein, die Story ist eigentlich folgende. Ich bin dort durch die Innenstadt gewandert, Downtown Chicago. Und auf einmal sehe ich jemanden, also Schaufenster, und sehe jemanden mit Legos bauen, einen Erwachsenen. Ne? Das war natürlich sehr verwunderlich, habe ich reingeschaut und dachte, das schaut spannend aus. Und da sieht man lauter so Gebilde aus Lego dort stehen und war angeschrieben Lego Design Studio.
ich habe mir das dann genau angeschaut und im Endeffekt war das die Chicago Architecture Foundation hat ein Lego Design Studio und zusammen mit einem Schotten habe ich mich da dann hinbewegt und wir haben dann einen Nachmittag gemeinsam Lego gebaut. Ist das geil, du darfst dort hin und einfach Lego bauen. Genau. Und, und die haben viele Steinchen. Ja genau, man baut einen Wall, also das ist die Lego Architecture Edition. Das sind nur weiße Steine und nur Glasbausteine. Also da gibt es nichts anderes drin. Mhm. Dadurch schaut das Ganze etwas professioneller aus. Also quasi, damit können Erwachsene dann auch legal Lego spielen. Das ist eine wirkliche Beleidigung. Weil ich habe immer die gelben hauptsächlich. Ich wollte immer die Computersbausteine. Das war immer Kindergarten, anderes dabei. Aber es wäre, ja, im Endeffekt. Macht man in einem Schaufenster dann? Also das nein, eigentlich ist das so eine Art. Man kann sich vorstellen, man geht dort rein, das ist alles weiß, mehr oder weniger, und auf der Seite steht lauter Wolkenkratzer Gebilde aus weißen Legosteinen. Und in der Mitte sind Tische mit Kisten, wo nur Steine drinnen sind, und dazwischen halt, also mit Tischen und Sesseln und so weiter. Und da kann man sich hinsetzen, weil da kann man einfach reingehen, sich hinsetzen und einen Wolkenkratzer aus Lego bauen. Und wie vermeiden die, dass man säckeweise Steinchen rausträgt? Gar nicht, also ich keine Ahnung, ich habe es nicht probiert, aber ich hätte es nicht gesehen. Du hast nicht durch so einen Ganzkörperscanner gehen müssen? Nein, eigentlich ist da nur einer gestanden am Ausgang und hat zugeschaut oder keine Ahnung, weiß nicht, was der gemacht hat. Ich hätte ja die Steinchen radioaktiv markiert und dann so. Okay, jetzt habe ich noch ein Thema, und zwar die Strahlenkrankheit und deren Auswirkungen. Ja, diesen Lego-Laden. Und leuchten sie im Dunkeln, ist doch cool. Dieses Lego Architecture Set, das kann man ganz regulär kaufen. Also das ist ein ganz regulärer Bausatz mit einem leicht irregulären Preis. Wenn man das vergleicht, den Steinchenpreis zu den sonstigen Lego-Sets, ist es irgendwo, glaube ich, ums Zweifache oder das Dreifache. Also es ist ein unglaublich teures Zeug. Es ist teurer, dafür, dass es keine Farben hat. Dafür, dass es nur weiß ist, aber es ist halt cool. Es ist für Architekten gedacht, das, ja. Und die sind bereit, das Geld hinzulegen. Ja, kaufen auch CRTs. Es gibt auch noch das Education Set, das kostet auch wahnsinnig viel. Also das sind dann wirklich, in jedem Set ist dasselbe drin, aber es sieht so aus, als hätte da wirklich ein Zufallsgenerator entschieden, welche Steine drin sind. Das ist genau das, das da wird, wirklich ein Zufallsgenerator. Ja, also ich finde das schweineteuer und das meiste ist auch noch inkompatibel zueinander. So kommt es mir vor. Und vor ein paar Wochen habe ich mir auch wieder mal einen Lego-Baukasten geleistet. Mm. Das ist meine Confession. Den Lego Mercedes Arox. Oh, der fehlt mir noch. Technik-Baukasten. Die Kleinigkeit von, ich glaube, 2900 Steine oder 3100 oder irgendwas. Nee, es sind 2100 Steine ungefähr. Echt? Nur? Ja, ja. Bin Ewigkeiten gesessen. 2600 ist das größte Lego-Technik-Modell und das ist der Kranwagen mit dem Ausleger. Ich glaube, es war. Aber du hast ja einen Oldtimer gebaut oder was? Nein, das ist ein Kranlastwagen. Mhm. Ein Vierachser mit zwei. Und der Kran lässt sich bewegen Ja, ein pneumatischer. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Pneumatik gebaut habe. Das sind wirklich kleine Pneumatik-Schläuche drin. Ja, und ziemlich viel. Also man werkelt da ganz schön dran. Und dann ist die Flüssigkeit grün. Es ist. Es ist Luft. Pneumatik. Sonst wäre es Hydraulik. Oh, okay, ja. Gibt es Lego-Hydraulik? Nein. Könnte man probieren. Pneumatik in der Hydraulik machen. Das Einmal. Ist, die pneumatischen Bausteine, die gehen mit der Außenluft. Das heißt also, wenn du, es gibt einmal den ganz langen selber zum Zusammendrücken, da ist eine Feder dran. Ich, ja. Und wenn man drauf drückt, luftpumpenartig, da wird Luft von außen angesaugt und jeweils immer ist ein Ventil sozusagen drin. Ja. Und dann wird das in die Schläuche hineingepumpt und die pneumatischen Arme, die lassen Luft wieder raus anschließend. Also das ist ein Einwegsystem. Ja, im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es noch die Schalter, damit man wirklich die Luft rauslassen kann, weil theoretisch ist es sogar möglich, dass wenn man diese Ausleger hat, dass man in beide Richtungen Luft gerade reinpresst. Und dann bewegt er sich nicht, sondern die Luft baut sich nur innen drin weiter auf. Und der Arox hat das anders gelöst. Der hat eine Pumpe, die mit einem Motor angetrieben ist. Also es ist keine Kreiselpumpe, aber es kreiselt da drinnen der
der Antrieb, der dann den Kolben bewegt, und damit kann man je nach Drehrichtung entweder Luft hineinpumpen oder heraussaugen, und dementsprechend komprimiert dann der Zylinder oder geht auseinander. Also meines Wissens komprimieren die nur, weil Luft raussaugen tun die alle nicht. Diese kleinen Schalter, diese drei Stellungen Schalter, die lassen die Luft nur raus, aber im Endeffekt gibt es nur Luftdruck, keinen Unterdruck. Die Schalter ändern nur das Ventil, wo die Luft hingeht. Ja, aber der andere wird automatisch geöffnet. Das heißt, der ist dann offen und bekommt direkt die Außenluft. Ja, aber davon zieht er sich nicht wieder zusammen, sondern du musst die Drehrichtung umdrehen von der Pumpe und dann pumpen, um es rauszusaugen, sonst geht er nicht zurück. Achso, du meinst die Ausleger und nicht die Pumpe mit dem Motor. Die vier Ausleger, die vier Zylinder vom Ausleger. Ja, ja, genau, richtig. Da muss man wirklich Luft entweder oben oder unten reinpumpen. Ja. Was mich nur interessiert hätte, haben die irgendwelche Vorgaben? Also ich meine, das ist ja kein Kinderspieleparadies, sondern die haben ja bestimmt irgendeine Message, die sie nach außen tragen wollen. Genau, also am Ende im Prinzip. Man kann eigentlich bauen, was man will, aber eigentlich ist glaube ich gedacht, dass man mehr oder weniger irgendwelche Gebäude baut, oder Wolkenkratzer oder was auch immer. Mhm. Also das heißt, das gibt es dann einen Wolkenkratzer in der Größe. Okay. Kann man bauen, also das, was wir gebaut haben, war circa so hoch dann. Und kostet das was? Oder halber Meter hat er gezeigt. Entschuldigung. Er hat nur was gezeigt, halber Meter. Genau, so circa. Okay. Ja. Also man hat dann so ein Kärtchen, wo man den Namen draufschreiben kann, das Alter. Mhm. Wir haben das kombinierte Alter hingeschrieben. Okay. Und aus welchem Land man ist. Ja. Keine Ahnung, die werden wahrscheinlich Fotos machen oder weiß ich nicht, oder? Ich weiß nicht, genau. Ist das Fassade gebaut oder auch innen oder ist es Das war jetzt ein relativ dünner, langer Turm eigentlich. Aber man kann auch innen bauen, aber es ist eher Fassade gedacht. Ja. Aber ich habe auch schon, also da sind auch Roboter und was auch immer alles entstanden. Ja. Wie lange warst du in Chicago? 5 Tage. 5 Tage, okay. Was hast du gegessen? Was ist das? Was ich denke, das Fast Food gegessen, das ist gar nicht anders. Was ist das? Zwangshandlung. Ja. Naja, zur Erklärung, ich war ganze 5 Monate insgesamt in den USA, so gesehen habe ich genug Fass. Okay. Vorher schon gegessen. ja. Irgendwas, wofür Chicago berühmt ist. Was? Deep Dish Dish Pizza. Deep Dish Pizza. Das sind diese amerikanischen Pizza mit dicken? Das ist nur dort so. Okay. Aber prinzipiell ist eigentlich eine Art Pfanne, wo eine Pizza drinnen ist. Mhm. Also die ist sehr dick und füllig. Also eine Pizza ist für mindestens 2 Personen. Also es sind 2 bis 10 Personen. Keine Ahnung. Mhm. Also wie bei Pizza Hut? Ich war nicht bei Pizza Hut. Ich war auch vor Jahrzehnten das letzte Mal bei Pizza Hut. Und da kann ich mich erinnern, dass das in der Pfanne... Aber das war eine kleine Pfanne, so dass es für eine Person war. Aber ich kenne nur die Pizzen, dass, sobald sie dick ist, ist es für mich eine amerikanische Pizza. Also das ist bei uns, glaube ich, auch so ein verwaschener Begriff, oder? Durch die ganzen Tiefkühlprodukte, die machen nicht so eine genaue Unterscheidung, heißt Super Chicago oder ohne Chicago, nur US-Pizza und dann hast du schon so das dicke Teil. Das hat dann andere Namen, also das Chicago-Style ist halt diese Deep-Dish-Pizza, das kriegt New York-Style, was eigentlich, glaube ich, nichts anderes als die normale dünne Pizza. Okay, witzig. Das ist für mich eine italienische Pizza. Ja, genau, aber in den USA ist das New York. Also New York, der Ursprung der Pizza ist für die Amerikaner. Ich hätte jetzt gedacht, den New Yorker Style, das kenne ich vom Käsekuchen, ist dann extra fettig. Nein, also. Aber prinzipiell, amerikanische Pizza ist nicht so viel anders wie unsere. Es gibt die Stuffed Pizza, das ist wieder was anderes. Im Gegensatz zu einer, wie heißt die Calzone, glaube ich, die was gefüllt ist. Ja. Ist die aber nicht gerollt, sondern die ist dann halt 2 Teigschichten. Also unten ein Teig, in der Mitte Fleisch drinnen und oben nochmal ein Teig. Und das gibt's amerikanische, das ist wirklich die Spezialität, glaube ich. Meat Lovers, das sind 3 Arten von Fleisch. Nichts anderes. Was? Also Bellarmino ist Fleisch. Das heißt Pizzateig mit Fleisch drin. Nein, es ist Pizzateig, Tomatensauce und Fleisch. Oh Gott. Das war's. Das war's. Käse. Ja.
Sehr kurios. Wer braucht Käse, wenn man gibt's Fleisch Käse? Nehmen kann? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch Käse drauf ist. Aber ja, wahrscheinlich schon, ja. So, aber okay. Prinzipiell halt nichts an. Also im Prinzip eine Hackfleisch oder Pizza. Ja, es ist eine Art von Fleisch, ist eben, ja genau, es ist sozusagen faschiertes Hackfleisch. Dann ist so eine Art, was ist dann auch drauf? Ich glaube, es ist eine Art Schinken oder was nicht? Und noch eine dritte Art, ich weiß es nicht genau. Das ist, ja, kurios. Ich muss aufhören, mir die Hände zu reiben. Ja. Das ist schon sehr köstlich. Ich biege nochmal kurz auf das Lego-Technik-Zeug um, warum ich auf das gekommen bin. Ja. Weil eigentlich würde es mich reizen, was damit zu machen, wozu ich mich aber noch aufraffen muss. Ich habe gesehen ein YouTube-Video, das werden wir auch verlinken, wo einer den Arox, so, also diesen LKW, so umgebaut hat, dass er selber fährt. Linien entlang fährt, indem er per Kamera trackt, wo er gerade hinfährt und dann eben nachkorrigiert lenkt. Und ein anderes Video gibt es, da ist er, ferngesteuert, also man kann das Ding auch mit selber von Lego Infrarotfernsteuerungen ausrüsten, die man dann wieder extern mit einem Arduino oder sowas steuert. Also da gibt es mittlerweile eine ziemliche Szene, die das Lego-Zeug sozusagen hacken oder daraus halt Projekte machen, um mehr damit anzustellen. Das kann man dann in seinen Tesla einbauen, wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Lenksystem. Ja. Oder ist das von Tesla einfach? Das also da, oder genau. Es gibt oder umgekehrt. Auch, an irgendeinem, genau, von GeoHot, der hat ja, ich glaube, es war GeoHot, das ist der Typ, der den Sony Key von der PS3 gepublished hat, weil er ihn herausgefunden hat, wegen den tollen Zufallszahlen. Der hat ein System versucht zu entwickeln, um Autos zum selber Navigieren auszurüsten. Das heißt also, Konkurrent für die ganzen selbst, für die großen Unternehmen wie Google und so weiter, baut er das selber und vermarktet das jetzt für ziemlich wenig Geld, also ein paar tausend Euro nur. Selbstfahrende Autos. Aber das ist dann halt schwer nach der legalen Grenze wahrscheinlich. Nein, illegal ist es ja dann, wenn kein Fahrer da ist. Wenn er aber dahin geht und sagt, ich vermarkte das als solches und melde das auch an, dann darf er das machen. Also er braucht eine Lizenz sozusagen und das strebt er auch an. Und er möchte dieses System an selber vermarkten, aber hauptsächlich nicht an Endkunden, sondern an Autohersteller. Konkurrenz zu Google. Okay. Also da braucht man nicht. Cooles Video drüber, wo er erzählt, ich glaube ein Dreivierteljahr arbeitet er erst dran oder so, fährt aber schon von selber das Ding, also hat einiges auf dem Kasten, der Typ. Apropos selbstfahrende Autos, das Apple Car, hast du schon gehört? Kommt das? Laut Gerüchte. Ja, die kommt, das ist so ein Dauergerücht, oder? Apple heiert, also wirklich bewirbt, kauft jetzt auch Mitarbeiter ab von Autofirmen. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es kommt. Naja, ich weiß nicht, die haben so viel Kohle in der Tasche, die kaufen da mal ein, die lassen die mal ein bisschen rumspielen, da geht's mal in den Think Tank und macht's mal ein bisschen, ob da wirklich einmal ein Produkt rausfallen wird, ja, glaubst du schon? Ich bin bei Apple, bin ich da immer so skeptisch. Sie melden auch so viele Patente an und dann kommt es sowieso nicht den Produkten an, sodass es sein kann, dass die einfach nur versuchen, Patente einzureichen in dem Bereich. Das könnte auch sein. Ja, sich zu rüsten, um die Option später noch offen zu haben. Aber es ist schon extrem, wie viele sie da abwerben von Tesla und so weiter. Und der Tesla-Chef Elon Musk hat auch noch... Iron Man. Wie ist sein Spitzname? Oder vom Iron Man? Iron Man halt, wenn er so dumm ist, Dark-mäßig daherkommt. Wurde dann gewitzelt, ja, und was werben die dafür Mitarbeiter ab? Also in dem Sinne von, das waren eigentlich die Elon Musk sowieso nicht mehr haben wollte, so ungefähr. Also hängen Trauben im Zug. Ja. Okay. Und der Gerüchteküche ist das sehr am Kochen. Aber ich bin mal, ich habe das sogar im Zusammenhang mit diesem Tesla-Werk in der Wüste da gelesen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ja noch kein selbstfahrendes Auto, sondern nur Elektroautos. Nein, natürlich nicht. Ja, aber die Wahrscheinlichkeitskombination ist sehr wahrscheinlich, dass es dann kommt. Ja. Ja, dann sagt man nur noch Siri, ich will nach Wien. Ich bin. Ja? Ich wollte da nicht dazwischen quatschen. Ja. Ich hab immer noch so meine Zweifel, ob das sinnvoll ist, eine Technologie wie PKW zu automatisieren oder ob es nicht gescheiter ist, dass man irgendein ganz anderes
Fortbewegungsmittel irgendwie entwickelt. Keine Ahnung, irgendeine neuartige Art von Schienenfahrzeug oder so, weil ich mir denke, Auto, das ist eine unendliche Materialverschwendung. Es ist eine Platzverschwendung ohne Ende. Das ist zwar schön, das automatisiert zu machen, weil es sicherer ist, denke ich, also das glaube ich schon, aber das Auto als Auto, finde ich, überholt sich doch irgendwie. Also du meinst individualisierter, wie heißt das, motorisierter Individualverkehr ist an sich eine schlechte Idee. Naja, man kann, was weiß ich, vielleicht kann man es ja, vielleicht kann man ja einen Individualverkehr einmal so schaffen, dass er nicht, also, na, dann ist es nicht mehr individual, das weiß ich jetzt dann nicht. Na, aber was weiß ich, irgendwie Schienenfahrzeuge, die dann... Also was das anbelangt, gibt es zwei Richtungen. Zum einen Elon Musk selber, Hyperloop. Das ist keine Schiene, sondern eine Röhre, Rohrpost. Aber im Prinzip ist es ja wurscht, ob jetzt Röhre oder Schienen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, genau. Ja, und das ist das Gefährt ohne Toilette, oder? Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Ist auch wurscht, man sitzt die ganze Zeit und man sitzt ja nicht lange. Mhm. Und das andere ist, die Amerikaner stehen total auf Individualverkehr. Jeder hat sein eigenes Auto. Und das ist jetzt auch nicht irgendwas, was man jetzt als Europäer jetzt verwerflich finden soll. In Amerika ist das nötig, wenn man auf dem Land wohnt. Ja. Nicht mehr im Land. Ich sage jetzt nicht, dass es schlecht oder dass ich das als generell schlecht finde, sondern für mich wäre das jetzt nicht die Lösung für zukünftige Fortbewegung. Also ich kann für mich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also dann, ja, ich besitze ja noch nicht einmal ein eigenes Auto. Also ich bin einfach nicht so auf Pkw oder Individualverkehr fixiert. Aber in den USA, klar. Ich möchte da zwei Sachen einwerfen. Also es hat eine Zeit gegeben, da war die USA schon besiedelt von europäischen Weißen, ohne dass Autos gegeben hat. Ja, hingefahren. Ja, einer der großen Eisenbahnländer dort. Ja. Ja. Und es wurde sozusagen ein politischer Feldzug auch geführt gegen öffentlichen Transport in den Städten in den USA von der Autoindustrie um die 20er, 30er Jahre, um dieses Massenkonsumgut Auto populär zu machen, das nationale Tankstellen wird. Also das hat alles auch durchaus politische und kapitalistische Hintergründe, dass eben da sich einige Interessengemeinschaften durchgesetzt haben. Und in den USA ist jetzt erst eine Bewegung, wo langsam wieder Bürgermeister draufkommen, es wäre ganz gut, wenn wir ein Straßenbahnnetz hätten in den Städten, was es in der typischen amerikanischen Stadt, habe ich mir sagen lassen, nicht gibt. Und in Europa haben wir eigentlich Glück gehabt. In Wien zum Beispiel hat das Straßenbahnnetz überlebt. In vielen deutschen Städten wurde es aber weggestampft nach dem Krieg. Und dann mühsam wieder nachher versucht, einen öffentlichen Busverkehr drauf zu tun. Und über das Land sage ich jetzt nichts, aber die Mehrheit der Bevölkerung lebt derzeit in Städten. Und dann kannst du durchaus auch sagen, man könnte eine politische Willensbildung machen, dass da der motorisierte Individualverkehr nicht das Nonplusultra ist. Also das ist einfach auch eine politische Sache sozusagen. Wer da halt Geld hat und mehr Interessen sozusagen, der setzt sich da durch. Und sonst kann ich nur empfehlen, zu diesem Thema Bücher von Hermann Knoflacher zu lesen, österreichischer Verkehrsexperte, schimpft schön auf Autos und so, tut auch mal gut, sozusagen das komplett andere Richtung zu lesen, gegen das, was jeder glaubt. Und ja, macht auch interessante Meldungen. Alles, was du vorher gesagt hast, Anna, Platzverschwendung, wem gehört der öffentliche Raum? Gehört der einigen wenigen, die reich sind und sich ein Auto kaufen dürfen? Oder gehört der Masse der Fußgänger? All das sind einfach politische Themen. Und auch ein selbstfahrendes Auto würde die alle nicht lösen. Das ist nur, dass du halt ein bisschen weniger ökologische Verschmutzung vor Ort hast. Ja, ich wollte nur einfach sagen, dass meine Kritik am selbstfahrenden Auto ist nicht das Selbstfahren, sondern das Auto. Weil meistens wird sie ja das Selbstfahren kritisiert. Und das finde ich dann eher wieder gut. Also jetzt rede ich mal dagegen wieder. Der Hauptvorteil vom Zug gegenüber, also vom schienengebundenen gegenüber dem nicht schienengebundenen Fahrzeug, ist, dass der Rollwiderstand geringer ist, wenn Eisen auf Eisen rollt. Dadurch braucht es weniger Energie. Und zusätzlich baut man Schienen im Allgemeinen so, dass sie höhere Achslasten aushalten als Straßen. Dadurch kann man ganz schöne Lasten auch kompakt, zwei Container übereinander und so weiter, was man in Europa eh nicht macht, was man in den USA sehr wohl nur macht. Also die sind nicht überall hinten nach, manche Sachen sind es auch vor uns. Wenn man sich anschaut, was auf Straßen schon geht, wenn man es wirklich automatisiert hätte, bräuchten wir auch nicht eine Straßenbreite von 3 Meter pro Spur, sondern dann reichen 2 Meter, weil das Ding viel genauer fährt. Also könnte man schon einmal 1 Meter auf jeder Seite pro Spur dazu gewinnen, ist das eine. Und das zweite, die selbstfahrenden Autos müssen auch nicht 4-Sitzer sein, das können Busse sein. Das fände ich dann wieder super. Und jetzt machen wir das ganze Konzept noch radikaler. So ein Ding kann auch Anhänger haben.
sowas gibt es auch nicht in Städten zurzeit, weil man es eben noch nicht selbst verahnt hat und daher nicht so genau steuern kann. Ja, aber wenn ihr sowas mal sehen wollt, dann schaut es euch an, googelt es nach Australien und Street Train. Sind das diese riesigen Trucks? Das ist im Prinzip ein normaler Truck, ein Sattelschlepper, aber da hängen hinten noch ein paar Anhänger dran. Und warum haben sie dort eigentlich kein Eisenbahnnetz und stattdessen diese riesigen Trucks? Sie haben Eisenbahnen teilweise auch, ja, aber eben nicht überall hin, weil es halt ein Riesenland ist und es sich großenteils einfach nicht rechnen würde. So ein Street Train, das kann einfach auf einer Schotterpiste dahin fahren, während bis sich eine Eisenbahnstrecke rechnet, die man in einer großenteils in einer Wüste, die wo es ein Zugweg wird, die man dort instand halten müsste, da rechnet sich das einfach nicht. Und so gesehen wird Individualverkehr dann gar nicht mehr so individuell, wenn ich mit dem Ding 70, 80 Tonnen transportieren kann, dann geht schon was weiter. Dann finde ich das aber auch wieder okay. Ja, ja, dann ist es für mich auch wieder sinnvoll. Ja. Aber wenn jeder in seinem einzelnen Autoliner drin sitzt, und das finde ich einfach so überflüssig. Was ich auch erinnern möchte, ist, dass wir das alles schon gehabt haben. Wir hatten auch spurgeführte Busse, nicht in Österreich, aber Deutschland zum Beispiel, Essen hat sowas gehabt, war andere Länder auch. Ist aber eigentlich wieder aus der Mode gekommen. Du redest jetzt nicht von Bussen. Also nein. Spurgeführt. Also das ist irgendeine Art von Schiene, in dem das Ding fährt oder auf dem das Ding fährt. So wie das Carrera-Bahn. Carrera-Bahn, das kann auch teilweise runtergehen, dass das quasi nur ein Strich ist oder nur ein Kabel ist, an dem man sich dann elektrisch orientiert. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, auch moderne Konzepte mittlerweile wieder. Es gibt weiteres Land mit so Straßenbahn-Renaissance ist Frankreich. Wenn man sich die Konzepte dort genauer anschaut, die haben sie schauen von außen im ersten Blick alle aus wie normale Straßenbahnen, sind es teilweise aber gar nicht. Also da gibt es dieses Translor-System, die fahren auf Gummirädern, auf Straßen im Prinzip, also die fahren auf Asphalt oder auf ähnlichem Grund. Teilweise mit Oberleitung, teilweise mit Stromleitung im Boden drin verlegt, also die unterschiedlichsten Konzepte. Das Hauptproblem ist, dass das alles halt nicht so wirklich ausgereift ist und daher dann im Dauereinsatz halt dann doch 1% Ausfall hat und das ist halt nicht brauchbar, sowas. In Frankreich haben sie auch schon U-Bahn-Selbstfahrende in Paris. In Deutschland auch. Also in Nürnberg. Okay. Die waren sogar vor den Franzosen dran. Die Münchner fahren im Prinzip aus, wenn mal jemand drin sitzen, der eingreift. Ja, das ist in Wien genau das Gleiche. Ja. Aber die in Nürnberg fährt eine Linie wirklich ohne Fahrer, da ist keiner drinnen. Habe ich nur gelesen. Ja. Und in London, wenn man damit fahren will, das ist auch ganz lustig, die Dockland Light Railways, das ist ein relativ großes Netz, das freundlicherweise noch dazu aufgeständert ist. Und wenn man sich da dann vorne reinsetzt, hat man so richtig den Blick über Ost-London. Das macht viel Spaß, dort damit zu fahren. Ja, also ich sage, es gibt eine ganze Menge so Konzepte. Ich habe nichts prinzipiell gegen dieses selbstfahrende Auto. Was das angeht, was du gesagt hast, mit etwas Effizienz als Beispiel genannt, nicht? Und wegen keiner Straßenraum und solche Sachen. Wo ich ein ganz anderes Problem sehe, ist, ich habe einmal nachgeschaut, im Statistik Austria, wir haben über den Daumen so 200.000 Angestellte, die entweder als Fahrer tätig sind oder unmittelbar vorgeschaltet sind den Fahrern, Taxizentrale, Botendienste, das Organisationsbüro und so weiter. Wenn wir die jetzt alle wegrationalisieren, braucht man 200.000 neue Arbeitsplätze für die. Selbstfahrende Autos, meinst du? Ja. Und das sehe ich zurzeit das viel größere Problem drin als das ökologische Problem. Ich glaube, das ökologische Problem kann man lösen, wenn man will. Aber wie man das andere löst, keine Ahnung. Und da redet auch niemand drüber, über die. Das finde ich aber so. Es gab schon eine Geschichte generell, dass auch jetzt abgesehen von einem Verkehr war, dass Roboter, gab es ja doch jetzt eine Studie, die amerikanische Wissenschaftler, sage ich, bis 2045 werden so und so viele oder ein großer Prozentsatz der Menschen durch Roboter ersetzt werden in der Arbeitswelt. Ja. Und was gibt es schon Wissenschaftler, die sich da jetzt schon Gedanken machen, wie sich die Gesellschaft dann entwickelt wird. Da gibt es natürlich die das eher positiv sehen, so die Menschen werden mehr Zeit haben für Selbstverwirklichung oder so. Und die anderen, die das eher pessimistisch sehen, dann sagt der Mensch braucht eine Arbeit oder so. Ich sehe es ein bisschen, ich denke mir immer, wer wartet die ganzen Sachen? Ich sage, die Roboter sind die Drucker der Zukunft. Und Drucker sind die neuralgischen Punkte in jeder Firma, gehen immer als erstes kaputt, müssen immer gewartet werden. Und so, ich weiß nicht. Wir werden ja auch schon länger. Wir werden viele Roboter Mechaniker haben, glaube ich. Also ich denke schon mal, dass es da wahrscheinlich neue Berufe geben wird. Das Schwierige wäre, wenn
Also wenn man sich jetzt vorstellt, es wird sofort von jetzt auf gleich irgendwie ein neues Fortbewegungssystem eingeführt, dann denke ich, ist es schon schwierig, die Leute unterzubringen. Aber wenn sich das wirklich langsam entwickelt, dann besteht ja zumindest in der Theorie eine Chance, dass die Leute, die da so einen Job haben, sich einen neuen suchen oder vielleicht auch in Pension gehen oder so. Aber was ich echt das Problem daran sehe, ist, dass die ja verdammt niedrig qualifiziert sind. Ja, das ist auch wieder. Die haben als Qualifikation Führerschein A, Führerschein B, Führerschein C, je nachdem, was die gerade fahren, nicht? Oder D. Und sonst haben sie im Großen und Ganzen keine Qualifikation. Das heißt, die muss man ziemlich sicher umschulen auf was anderes. Und eigentlich haben wir da jetzt schon nicht genug Ideen dafür, für diese Umschulen von den Leuten. Ja, das für Rennsimulationen. Ja, genau. Spielindustrie wird blühen. Das habe ich auch gelesen, dass manche Leute doch Spaß am Autofahren haben, auch wenn ich das nicht ganz nachvollziehen kann, dass da mehr Rennstrecken und so Sachen gehen wird. Ja, ich habe auch Spaß am Autofahren, aber wenn ich Spaß haben will am Autofahren, dann nehme ich mal ein Auto für einen halben Tag und dann fahre ich in der Gegend spazieren. Und dann haben wir einen Spaß gehabt und dann ist wieder gut die nächsten Monate. Also dieses Spaß haben am Autofahren, das kann ich schon verstehen. Das, ja, doch, durchaus. Was du sagst, Gregor, spielt ja auch an in die Richtung des bedingungslosen Grundeinkommens. Ne? Wenn wir jetzt alle unnötig werden durch Elektronisierung und so, ist das vielleicht dann plötzlich politisch nicht mehr so ein dass man halt sagt, okay, soll jeder zumindest das Nötigste haben. Und auch hier spaltet sich dann immer die Meinung. Ja. Die einen sagen, die Gesellschaft wird untergehen, weil keiner wird mehr arbeiten, und die anderen, die Leute werden vielleicht sich für sich sinnvolle Arbeiten suchen, und da wird sich eine Umstrukturierung oder eine Veränderung ergeben, aber nicht zwingenderweise eine negative. Ich hätte gern 5% von eurem Optimismus, den ich irgendwie haben. Nein, jetzt irgendeiner muss doch Pessimist sein. Also, muss es sein. Etwas Optimistisches. Es ist unmöglich, eine Vollbeschäftigung zu erreichen. Das heißt, wir dürfen in Zukunft wirklich zu einem bestimmten Prozentsatz auf der faulen Haut liegen. Ja, man muss vielen Leuten, glaube ich, einfach auch erstmal beibringen, dass Nicht-Arbeiten keine Schande ist. Also ich weiß es nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland ist es schon so, dass diese Arbeit, dass die meisten Menschen gelernt haben, sich über ihre Arbeit, über die Anstrengung zu definieren. Also nicht über das was sie gerne machen, sondern dass Arbeit ist das, was keinen Spaß macht, und alles andere ist dann das, was man das macht, wenn den Zeit übrig bleibt. Das muss ich sagen, also ich habe in den USA gearbeitet, ist genau das Gegenteil von der amerikanischen Arbeitsphilosophie. Ja, so wie ist die? Man macht das, was man gern macht in der Arbeit. Also zumindest dort, wo ich gearbeitet habe, war das so. Die Leute sind wirklich gern zur Arbeit gegangen. Also für uns, für die Anwesenden hier und natürlich auch für alle Hörer, glaube ich das gerne, was du gesagt hast. Ich fürchte nur, dass ein doch nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung, die, wenn sie beliebig viel Zeit haben, auf beliebig viel blöde Ideen kommen. Ganz im Gegenteil. Gab's nicht? Mehr als jetzt. Ich wage jetzt nicht, dir zu widersprechen. Schwierig, die Glaskugel. Ich sehe da die Dystopie des Mobs. Ich frage mich, dass wir schon so Wir müssen die Nazis besser beschäftigen. Damit lösen wir zwei Probleme. Erstens, sie kommen nicht mehr so sehr auf dumme Gedanken, und zweitens, sie haben nichts mehr zu meckern. Ich bin slow jetzt schon. Also, wie lange hat es gedauert, bis dieser Moment gefallen ist? In Deutschland ist schon so, dass Nazis entlassen werden, weil sie Nazis sind. Das ist definitiv der falsche Weg. Also nicht nur, weil sie dadurch mehr Zeit haben, nachzudenken und Hass aufzubauen, sondern sie bauen ja Hass darauf auf, dass sie entlassen worden sind aufgrund einer anderen Arbeitskraft, anscheinend vielleicht sogar ein Ausländer und so weiter. Also Nazis beschäftigen es eigentlich, wenn man es genau nimmt, das Beste, was man machen kann. Ja, willst du den ganzen Tag mit so einem rumstreiten als Arbeitgeber? Naja, auf Dauer wird man ihn auf jeden Fall... Beschäftigen schon, aber bitte mindestens im Nachbarzimmer. Ich würde zwei Sachen einwerfen. Dennis, erstens, also immer wenn gescheite Leute erklären, was die blöden Leute zu machen haben, das ist sehr gefährliches Deutsch. Ja. Das führt meistens zu nichts Gutem. Und das Zweite ist, man sollte vielleicht trennen,
warum man wirklich arbeitet. Das eine ist, weil man Geld braucht und weil du derzeit sonst ein sehr schlechtes Leben hast. Ach, dafür arbeitet man, stimmt, aber das habe ich ganz vergessen. Das, was du, wonach du gierst, ja, abgesehen von Geld, ja, oder warum du nach Geld gierst, ist eigentlich die gesellschaftliche Anerkennung oder die Wertschätzung, die immer relativ ist. Das heißt, wenn alle wenig zu essen haben, arbeitest du ja trotzdem, dass du nicht, dass du absolut so und so viel zu essen hast, sondern einfach, dass du in deiner Gesellschaft funktionierst. Dir geht es immer um den relativen Status, den du in deiner Gesellschaft hast, also wo du jetzt hier am Biertocher Tisch sitzen musst oder so. Also das ist das, was Menschen untereinander ausmacht, die Beziehung. Und das kann man sehr wohl regeln, auch jetzt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn man sagt, okay, deine ehrenamtliche Arbeit oder das, was du tust, ist einfach gesellschaftlich so und so viel wert und dadurch hast du deine Wertschätzung und dann brauchst du nicht unbedingt einen Job haben oder eine Arbeit. Also man könnte das auch durchaus trennen. Historisch gesehen, schaut euch an, was die Adeligen früher gemacht haben. Die haben dann halt so Dinge geführt, gemacht wie Kunst oder Kriege führen. Also nichts, was jetzt die Menschheit groß weitergebracht hätte. Ja. Na, sagen wir bei der Kunst, das klammern wir jetzt mal aus. Kann man so sagen, auch die Kriege waren für irgendwas gut. Ja, ja. Nein, die Kriege, die klammer ich nicht aus. Ich meine nur, fürs tägliche Überleben wäre es jetzt nicht unbedingt abgegangen. Ab und zu ist auch die ganze Oberschicht dann gefallen in so einer Schlacht und wir haben weiter überlegt. Ich will jetzt nur sagen, man kann sich auch beschäftigen, wenn man nicht arbeitet. Wenn es aber nicht selbst kann. Ich möchte dazu etwas einwerfen. Also Kriege... Ich werde ein Passwort aus dem Projektmanagement einfallen. Timeboxen. Habe ich heute gerade... Kennst du das? Das ist, also ich habe vorhin ein Telefonat, der ist vollkommen verskrammt. Kennst du das Kram? Das ist so ein Management-Konzept. Ein Passwort davon ist Timeboxen. Und da sagt man dann zack, nichts ist Thema, aber du hast noch einen Einwurf gehabt. Ich hätte auch noch an. Ja. Wahnsinn. Ich weiß schon, worum das geht. Meine ist kurz, sie versprechen. Okay, meine ist ein bisschen länger leider. Also, ich war am Sonntag beim Tag der offenen Tür von einer bosnischen Muslimenvereinigung oder Verein. Die hat einen Tag der offenen Tür. Das ist im Prinzip wie nennt man das bei den Muslimen, die Kirche? Moschee. Moschee, aber es war halt kein typisches Moscheegebäude. Aber das ist... Betraum. Wurscht. Im Betraum hatten sie auf jeden Fall. Was jetzt aber das Interessante ist, ich habe mich mit denen unterhalten und das waren alles Bosnier. Die sind während dem Krieg in Bosnien irgendwo hingekommen. Die haben sich sozusagen verstreut und mir ist eine Sache aufgefallen. Dieser Krieg hat dafür gesorgt, dass die Bosnier sich verteilt haben über die Welt, ein bisschen zumindest, so wie das mit den Syrern jetzt auch passiert. Sie verteilen sich über die Welt und damit sorgen wir, dass die Menschen mehr wieder sich verteilen und mischen, genau. Das würde ich jetzt allerdings, da würde ich jetzt Krieg nicht als Mittel der Wahl. Ja, würde ich auch nicht, aber das ist es mir aufgefallen. Ist nie besonders gut angekommen und hat nie gute... Sachen. Ja, aber mir ist es nur aufgefallen, dass das dazu geführt hat. Was ich interessant fand an der Geschichte damals, das ist ja gewesen so 89, 90, in Zeit vom Bosnienkrieg, wo Österreich auch eine fünfstellige Anzahl von Menschen aufgenommen hat, dass es damals nicht die großen Protestwellen gegeben hat, interessanterweise. Da gab es Protestwelle, aber gegen den Krieg und nicht gegen die Flüchtlinge. Ja, es war eben nicht so laut, dieser Protest gegen Flüchtlinge, teilweise auch, weil es halt doch vorher auch schon Bosnier in Österreich gab und es damit die Integration... Also mehr Leute verwandtschaftliche Beziehungen hat oder nachbarschaftliche, genau. Haben irgendwen kannt. Genau, und damit hat es relativ schnell eine ganz gute Integration von denen da gibt's gegeben. Und also für mich ist die Konklusion daraus, man muss halt schauen, die Leute zu integrieren, die kommen. Und man muss damit auch nicht zu sozialen Spannungen. Das Nachbarn in Notaktion damals wurde auch sehr viel gespendet von Österreichern, also verhältnismäßig viel für die Bevölkerung. Zu Rechtsextremismus haben wir nur eine kurze Geschichte. Ich habe dich heute bei Google beschwert. Wenn man nach Republik Österreich googelt, erhielt man bis vor kurzem als ersten Hit und heute noch immer als zweiten Hit eine Seite, die heißt metapedia.org. Das ist ein rechtsextremes Wiki, in dem Österreich aus rechtsextremer Sicht dargestellt wird. Oder die ganze Welt. Bitte? Oder die ganze Welt. Ja, die ganze Welt, aber diese eine Seite eben wirklich eine Österreich. Österreich gehört noch zu. Südtirol gehört noch zu Österreich. Österreich ist ein Teil Südostdeutschlands und so weiter.
Und ich habe halt jetzt einmal bei Google eingemeldet, dass ich nicht finde, dass das ein angebrachtes zweites Suchergebnis ist, das frühere erste noch weniger. Ich bin gespannt, ob ich dort sowas was von Ihnen höre. Ich habe es zwar nicht wirklich, aber ich probiere es jetzt einmal. Ja, das ist eine Suchanfrage gewesen. Ja, aber sie ist reproduzierbar. Also sie hat nichts mit mir zu tun. Ich habe es, ich weiß es von mehreren Zeitungen, wo es kolportiert wurde, wo ich dann geschaut habe, und ich verfolge es auch schon seit einigen Tagen von unterschiedlichen Umgebungen aus. Das bedeutet nur, dass Republik Österreich anscheinend dort am besten vernetzt ist. Absolut, ja. Ja, und, aber die gehören raus aus dem Index. Na, aus dem Index? Achso, du meinst aus dem Google-Index. Ich finde nicht, das ist Zensur. Das wäre Zensur, ja. Das wäre auch nicht richtig. Das bedeutet nur, dass Google hat ja nicht das Bestreben, etwas zu fördern oder etwas klein zu reden, sondern dass man das findet, was man finden möchte, aufgrund von bestimmten Algorithmen. Entweder der Algorithmus stimmt nicht so ganz, oder die sind besser vernetzt als die anderen Menschen. Und dann, das bedeutet, dass es gesellschaftlich eigentlich ein Problem ist und nicht ein Problem bei Google. Diese Webseite im Speziellen ist vorher, die hatte vorher keinen relevanten Marktanteil, glaube ich. Also ich glaube, dass da ist irgendwie was passiert. Ja. Die haben eine Eigenschaft des Suchalgorithmus ausgenutzt, glaube ich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das kann sein. Hochgebombt. Ja. Also ich würde mal schauen. Allerdings habe ich ja vor kurzem oder vor längerem schon gehört, dass Google mittlerweile beginnt, Seiten zu ranken mit dem Wahrheitsgehalt. Das heißt, eigentlich müssen die runtergerankt werden. Ja, das würde ich auch hoffen. Weil Österreich ist definitiv nicht ein Teil Südostdeutschlands. Das ist aber zumindest zur Zeit nicht. Das ist absurdes Zeug. Ja, ich weiß nicht, wie das algorithmisch funktioniert, aber es werden halt so Seiten, also es ist ein großes Problem, vor allem USA ist Pseudoscience, also ein Haufen Sachen, die halt keine wissenschaftliche Relevanz haben, also nicht bewiesen sind und so weiter. Aber viele Leute suchen danach, weil sie gerne danach suchen, weil es ist halt ein bestimmter Bias. Und dadurch sind die meistens sehr hoch gerankt dann auch noch. Dadurch klicken mehr Leute drauf und so weiter. Und dann aufgrund dieser Problematik haben sie irgendwann einen Suchalgorithmus eingeführt, wo sie halt Sachen, die wissenschaftlich bestätigt sind, also gut referenziert sind und so weiter, dann höher ranken. Aber keine Ahnung, wie das, ob der nur dort verwendet wird oder überhaupt schon auf der ganzen Welt oder so. Aber ich finde es eine gute Idee. Ja, das ist, Google hat ja das Interesse daran, dass man das findet, was man finden möchte. Und wir wollen sicherlich nicht diese Seite finden oder dass allgemein gefunden wird. Aber trotzdem, etwas zu verschleiern ist nicht gut und vielleicht möchte ich dann genau aus dem Grunde es finden können. Also vielleicht habe ich gerade das Interesse, solche Seiten zu finden. Okay, das geht immer noch, indem man irgendwelche bestimmten Sachen anders dazu angibt. Gibt, nicht? Ja, genau. Ja, dann würde ich anders suchen. Also, mich macht nicht bedenklich, was Google da auflistet, sondern was das gesellschaftlich bedeutet. Das ist so weit. Das ist jetzt bedenklich. Ja, warum ist es so hoch gerankt? Das ist eine andere Frage. Aber wenn es jetzt tatsächlich eigentlich nicht so hoch gerankt sein sollte, wie du vermutest, dann ist es ja eher beruhigend. Ich meine, ein bisschen an Hype haben sich ja jetzt durch die Medien auch gekriegt. Dann schauen Leute, stimmt das wirklich? Ja. Klicken dann drauf, verstecken da dahinter, damit kriegen die Traffic. Sogar direkt von Google Traffic, juhu. Mhm. Die pushen es damit indirekt sogar selber nicht. Ja, das ist nicht einfach. Man könnte natürlich dafür sorgen, dass sie besonders viel Traffic bekommen. Aber also irregulären Traffic. Aber nein, ich möchte jetzt niemanden anstiften. Also gerade bei so Wikipedia-artigen Dingen gibt es immer oftmals das Problem, dass also es gibt eine, ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber es gibt mehrere Ansätze. Wikipedia hat auch relativ viel, also wird auch kritisiert, weil relativ viel Zensur innerhalb stattfindet, weil das auch so sein muss, weil sonst schreiben die Leute irgendwas hinein. Deswegen gibt es eine Wikipedia, wo die gelöschten Artikel drinnen stehen. Also das sind nur die gelöschten Artikel. Genau. Ja, das ist halt die Frage, was dann dort steht. Also das ist sehr oft aus dem rechtsradikalen Raum. Und natürlich Artikel, die keinen Wahrheitsgehalt haben, weil sie einfach nur lustig sind. Ja, also es gibt Stupidipedia auch, aber das ist halt... Die was? Stupidipedia. Ja, natürlich, klar. Das ist, das ist jetzt Absicht. Und nicht jetzt nur da. Weiß jemand von euch, wie das heißt? Ich habe mal gelesen, es gibt so eine Art Wikipedia für Konservative von den USA, die erpostet hat, dass Wikipedia auf die sind schon mal und dann haben sie so eine Konservativopedia gemacht. Die wo ihre christlich-konservative Wikipedia-Version. Ja. Was mir gerade zum Thema Wikipedia auch noch einfällt, ist, dass Wikipedia jetzt auch eine Suchmaschine
entwerfen möchte und Mitarbeiter sucht. Und sie wollen aber nicht in Konkurrenz zu Google treten. Knowledge Base, glaube ich, wollen sie es nennen. Das klingt nach Mathematiker. Bitte. Ja, für mich klang es auch eher nach Mathematiker als nach Google. Der nächste Satz, den ich in dem Artikel gelesen habe, war, sie wollen eben ihre eigenen Artikel und damit im Zusammenhang stehende Inhalte aus dem Internet sollen gefunden werden. Also Tendenz ist ein bisschen auch netzwerkartiger dann als ja, wahrscheinlich diese Liste da einfach rein. Die Quellenangaben werden gefunden, mehr nicht. Aber sie sagen immer noch nur diffuses Zeug. Aber wird interessant. Ja, mal schauen, was rauskommt. Und angeblich haben sie es auch eine Zeit lang zurückgehalten und die Community hat sich dann beschwert und darum haben sie es dann doch veröffentlicht. Aber das ist sicher spannend, was da rauskommt. Apropos Suchmaschine, sind Piracy-Themen erlaubt? Also. Jupp. Ja. Okay. Was für Themen? Piracy-Themen. Ja, da habe ich sogar noch eins. Piracy Themen? Piracy. Piraterie. Aller hast du eine TV-Serie geschaut? Nein, ich habe es viel schlauer. Also es gibt eine, als Student braucht man das oftmals, wenn man wissenschaftliche Artikel und so weiter findet, man hat oftmals keinen Zugang außer auf dem Uni-Computer. Diese Seite, die... Und es gibt eine Seite, die das entsperrt. Gut, dass du das sagst. Ja, kannst du über die erzählen? Die war vor kurzem in einem Artikel. Ne? Ah, die war in einem Artikel. Ja, okay, ich habe es ausprobiert. Eine russische Seite, Forschungsarbeiten bekommt. Richtig, also ich habe es ausprobiert bei Springer und IEEE. Ja, und hat es funktioniert. Also man muss wissen, was also man praktisch das Napster oder das Pirate Bay für wissenschaftliche Arbeiten. Ne? Richtig, das ist aber auch wirklich nötig. Und das ist wirklich, also das finde ich wirklich gut. Man muss dazu auch sagen, dass auf den Universitäten überall draufsteht, zumindest in Österreich, die Forschung ist frei, ne? Aber nicht die, nicht die Ergebnisse, die wir mit unseren Steuergeldern da finanziert haben. Ja, die Seite heißt, ich glaube, sci-hub.org. Aber ich bin, nein, .io, genau. Sci-hub.org. Vielleicht nicht direkt verlinken. Man kann mit Bitcoin, glaube ich, stellen dafür. Minus. Ich habe den Artikel gelesen und habe gedacht, eine russische Forscherin, hoffentlich nicht in Russland. Ich meine, das ist nicht das beste Pflaster. Und nein, die Seite ist witzigerweise in Russland gehostet. Ich meine, sie jetzt, sicher aus rechtlichen Gründen. Ja, die Seite schon, aber dort sie zeichnet sich dafür verantwortlich. Also hoffentlich ist sie in Sicherheit. Ich erinnere mich nur, ich meine, ein bisschen anders, aber ein paar Jahre zuvor, Aaron Schwarz hat ja auch versucht, wissenschaftliche Artikel im großen Stile zu und hat ein tragisches Ende genommen. Ich meine jetzt, Vielleicht auch noch was vom legalen Teil, wo das auch versucht wird zu erreichen. Also die Bewegung dahinter heißt Open Access. Gibt es auch eben ganze Menge Projekte in die Richtung, auch in Österreich. Und wer dazu mehr wissen will, es gibt einen interessanten, zwar schon ein paar Jahre alten, aber doch noch relativ aktuellen, inhaltlich aktuellen Podcast aus dem vom Daniel Messner auch wieder. Ich frage mich gerade, ob es der Wissenschaftspodcast oder einer seiner Wissenschaftspodcasts, ich weiß nicht mehr genau, ob es Coding History war, es nicht, nein, es ist die Stimme der Kulturwissenschaften. Der Titel ist eben Open Access, wo ein Mitarbeiter der Uni Wien, der in dem Open Access Projekt der Uni Wien steckt, erklärt, was die Problematik da dahinter ist. Also da geht es um dieses ganze Wesen mit den Zeitschriften. Ja. Warum funktioniert das Verlagswesen so, dieses wissenschaftliche Verlagswesen so, wie es funktioniert und welche Möglichkeiten gibt es als Universitätsmitarbeiter, seine Artikel da sozusagen rauszukaufen, weil es gibt auch mittlerweile Verlage, die auf anderen Geschäftsmodellen agieren, nämlich da zahlt nicht der Kunde fürs Lesen des Artikels, sondern da zahlt der Wissenschaftler fürs Publizieren des Artikels dem Magazin. Der muss also vorher ein Sponsoring sozusagen auftreiben und wie da die Modelle dahinter sein können und wie das funktionieren kann. Als Nicht-Akademiker freue ich mich immer über diese Artikel über Wissenschaftsjournale. In Telepolis war gleich auch vor kurzem ein sehr schöner Artikel, wo sie auch das Geschäftsmodell halt noch einmal dargelegt haben für Dumme, dass eigentlich die Wissenschaftler sozusagen das Peer-Reviewen, die Peer-Reviewer kriegen meistens nichts, ja, das ist nur Status, und dann tun die Wissenschaftsmagazine, der Artikel hat glaube ich eher den Fokus gehabt auf die künstliche Verknappung des Platzes und dadurch, dass ein Wissenschaftsmagazin, das weniger Artikel veröffentlicht, einen höheren Status hat. Also wenn du in einem Science Journal of Biology jetzt deine These publizierst, zählt das mehr als in irgendeinem Leopoldstädter Gartenblättchen. Mhm. Und diese ganze Verknappung, das hat ja, dass da im Papier sozusagen nicht genug Platz ist, hat ja im Zeitalter des Online-Journalismus überhaupt keine
Relevanz mehr. Und die Studie hat halt gezeigt, dass das auch nicht stimmt, dass Magazine, die weniger Artikel veröffentlichen, die höher qualitativen haben. Und im Prinzip zahlt hier die Menschheit sozusagen eine Steuer an Verlage, die mit ihren Copyright und Intellectual Property Rights halt den Daumen drauf haben. Und es gibt ja auch diese Open Journals, wo sich, ich glaube, die Mathematik oder einige Branchen haben das gemacht, wo sie sich sozusagen peer-reviewen und das Ganze ins Internet stellen und kein Verlag mehr brauchen dafür. Mhm. Und ist das noch nicht Masse, sondern sind das eher kleine Rebellenbewegungen. Peer-Review, da gibt es auch, Peer-Review ist generell gut, aber es gibt auch Kritik, dass man das System relativ einfach angeblich unterlaufen kann. Also da, das... Ich weiß, Scientific Bullshit Generator, ne? Da haben wir auch Folgen gehabt. Ja, entweder das, beziehungsweise Peer Review sollte ja sowas verhindern. Und es gibt angeblich halt, sucht man sich dann einfach einen kleineren Verlag oder es gibt Verlage, die das ausnützen, wo man dann relativ einfach irgendwas so schnell veröffentlichen kann. Ja. Aber ich glaube, was mich am meisten stört, ist überhaupt dieses Selbstverständnis des Verlagswesens, dass die sagen, ihr dürft es nicht selber publizieren. Ihr braucht es uns und ich sehe eigentlich die Existenzfrage für Verlage. Das ist auch ein anderes Thema, weil das gibt es woanders auch, aber speziell bei wissenschaftlichen Verlagen leuchtet es mir nicht ein, warum ich die brauche. Ich denke, es sollte Aufgabe des Staates sein, wenn er die Unis zahlt, dass er auch die Veröffentlichungsmechanismen bereitstellt. Ich glaube, dass die Aufgaben von einem Verlag sich geändert haben. Sag jetzt ich mit meinem Verlag. Ich glaube, dass die Aufgaben einfach andere sind. Früher war es die Aufgabe des Verlages noch irgendwie zu prüfen, taugt das was, weil er so ein Buch rauszubringen oder ein Magazin oder was auch immer, das war ja ein riesen Ding. Und jetzt ist es, finde ich, eher noch diese, wie nennt man das, logistische Aufgabe, also dieses, ich krieg von... Dass du die Papieren herumschickst. Ja, dass du halt, was weiß ich, das Zeug in eine lesbare Form bringst, dass du das vertreibst, dass du halt einfach den Weg quasi dem Autor abnimmst, dass du einfach bloß diese Umsetzung dem Autor abnimmst und aber nicht mehr entscheidest in dem Sinn, was kommt da rein, weil das machen inzwischen auch andere Instanzen besser. Ja, das ist aber der Punkt beim Peer Review, diese Entscheidung, was ist ein würdiger Artikel, haben immer die unbezahlten Kollegen gemacht, das war ja immer das Peer Review. Das heißt, es ist sehr unklar, was der Verlag über der Wissenschaftsverlag jetzt speziell für eine Dienstleistung erbringt. Das Marketing. Naja, die Umsetzung. Dazu muss man sagen, das Geschäftsmodell von diesen Wissenschaftsverlagen ist ja so, dass sie die Bibliotheken zwingen, ein ganzes Paket an Zeitschriften zu kaufen. Die kann ja nicht sagen, er macht nur das Mathematical Journal of Science, der muss so und so viel Kilo Zeitschriften kaufen, damit er die Zeitschrift kriegt, die er wirklich mag. Und davon leben sie, weil sie dann in diesem Bundle so und so viele andere unerwünschte Zeitungen mitverkaufen. Ja, und das finde ich das eben, halt dass das einfach Methode, ne? Überholt ist. Das braucht kein Mensch mehr. Ja. Aber meine These ist, dass kein Mensch auch mehr Verlage braucht langfristig. Naja, man nennt es dann vielleicht anders. Aber es wird Layouter geben, es wird Editoren geben, es wird Marketing-Experten geben, aber du brauchst nicht unbedingt einen Verlag. Und ich finde halt dann, dass für die Zukunft oder dass eigentlich die Aufgabe eines, sagen wir jetzt nicht nur Wissenschaftsverlags, sondern Sachbuchverlags ist, genau diese Leute unter einen Hut zu bringen, damit sich der Autor nicht mehr drum kümmern muss. Also das finde ich sinnvolle Aufgabe für einen Verlag. Ja. Wenn man sich für wissenschaftlichen Betrieb, wollte ich nur kurz noch einwerfen, wir haben ihn eh schon mal empfohlen, Methodisch Inkorrekt, das ist ein Podcast von zwei Wissenschaftlern und die beschäftigen sich auch sehr viel mit der Thematik Open Access und man kriegt auch so ein bisschen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb, also was du jetzt gemeint hast, so die Spiele, wer schreibt wen auf das Paper, wie entstehen Paper, was für ein wissenschaftliches Paper, was für ein Weg geht das? Und ja, das ist ganz interessant. Darf ich fragen, wer von euch hat schon Diplomarbeit publiziert oder so? Du, und ist die öffentlich einsehbar? Ja, die steht in der Fachhochschulbibliothek in Nürnberg. Jede. Steht die rum. Ja, du aber kann man sie im Internet öffentlich einsehen? Nee. Ich muss da, nicht digital, du musst da hin. Ich muss in der Provinz-Uni, ausländische Uni und dort, also habe ich eigentlich ganz gut. Ich musste drei Exemplare abgeben und die habe ich im Copyshop binden lassen, was man halt so binden nennt. Ja. Okay. Also, du meinst, die wurde dann nicht digitalisiert und ist irgendwie über ein Bibliotheksnetzwerk öffentlich abgreifbar? Nein, wurde die nicht. Das ist jetzt übrigens der Grund, weil ich gerade so über Verlag irgendwie rede, warum ich mir vor einiger Zeit einfach einen Gewerbeschein für einen Verlag geholt habe. Weil ich du bist der Meinung bin, ich bin jetzt eine Verlegerin, ich habe aber noch nichts verlegt. Weil ich der Meinung bin, dass man viel mehr digital machen soll und dass man einfach als Verlag tatsächlich den Autoren diese Arbeit des
Publizierens abnehmen soll und nicht dann einreden, was die machen. Also in Deutschland oder in Österreich? Noch in Deutschland und ich weiß es jetzt nicht. Ja, genau. Noch in Deutschland und ich weiß noch nicht, ob... ist das ein freies Gewerbe? Also musstest du dafür eine Befähigung nach? Ich musste dafür 40 Euro Gebühr zahlen. Ist das, also Verlagswesen ist ein freies Gewerbe sozusagen. Ja. Das kann jeder. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, es ergab sich so, und ich habe jetzt die Übersetzungsrechte für ein Sachbuch übrigens von einem Wissenschaftsautor, für vom englischen, englischsprachigen Buch. Ich möchte jetzt nicht. Es ist jetzt noch nicht. Ja, ne, genau. Ja, das ist tatsächlich so einfach, man marschiert da aufs Gewerbeamt, sagt, ich möchte einen Verlag gründen, dann holen sie und dann sagen die, ja, macht 40 Euro. Nein, 45, glaube ich. Verlag vermischtes AG. Nein, so ähnlich. Für 40 Euro hätte ich noch einen Platz auf meiner Visitenkarte. Ich hab's selber nicht geglaubt, weil ich mir noch gedacht habe, jetzt das probierst jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Und dann stand ich dann da und sagen die einfach, ja, ja. Und dann in einer Viertelstunde war das erledigt. Aber ja, es geht tatsächlich so einfach. Es ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil es gibt sehr früh unseriöse Leute, die dann sagen, ja, wenn du uns 3.000 Euro zahlst, damit wir da zwei Exemplare rausbringen, dann machen wir das schon. Hast du auch in Deutschland das Problem der Liebhaberei? In Österreich gibt es das, wenn du eine Firma gründest, mit der du keine Kohle machst, dann drehen sie dir die Firma wieder zu, weil du hast sie nur als Liebhaberei gegründet. Du musst deine Firma in Österreich aus wirtschaftlichem Interesse. Du hast schon das Recht, einen Verlust zu machen. Ja, es ist nur, wenn du andauernd keinen Gewinn machst und der Verdacht im Raum steht, dass du den Gewinn woanders machst und den dann in deinem sozusagen ein Pferdegestüt hast oder einen Swimmingpool betreibst. Aber gar nichts machen darfst du auch nicht. Das ist auch dem Gewerbeamt ist es erstmal egal, ob du einen Gewinn machst, weil das Gewerbeamt hat, das schaut nur, ob du das also wenn du tätig wirst, ob du im richtigen Bereich tätig wirst und ob sie da kontrollieren müssen oder nicht oder was auch immer. Dem ist es im Prinzip egal. Du musst allerdings deinen jährlichen Obolus abdrücken und das überlegst du halt, ob du das willst. Ja. Okay. So machen die das. Und das Finanzamt interessiert sich dann natürlich schon dafür, wenn du deine Einnahmen machst, ob das auch mit deinem Gewerbe, ob das dann stimmt. Aber das ist wieder eine Finanzamtsgeschichte. Ja, aber wenn du jetzt interessiert nur das Gewerbe. Wenn du jetzt ein Jahr nichts verlegst, hast du kein Problem dadurch. Das Ego schrumpft. Ja. Aber ich meine, die Firma Verlag hat kein Problem. Nee. Also, nö. Ist es dann eigentlich ein Unternehmen oder ist es jetzt da? Also es gibt ja, genau, in Österreich ist es so, entweder man ist als Unternehmen tätig, dann ist eben diese Liebhaberei raus, oder man ist halt Selbstständiger. Aber ich weiß nicht, ob das mit Gewerbeschein... Das ist diese Unterscheidung in Deutschland zwischen freiberuflich und Gewerbe. Genau, das war's, ja. Gewerbe ist, das meldest du an, dann kannst du dann, je nachdem was es ist, musst du dann auch irgendwie, keine Ahnung, die Nachbarschaft fragen, ob das erlaubt ist oder nicht. Ein Online-Verlag jetzt nicht, weil... Der macht weder Lärm noch Praktikplatz, aber musst du. Das ist aber dann wieder ein steuerlicher Unterschied und eigentlich gar nicht. Also das. Okay. Ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen. Freiberuflich haben wir ja dieses Problem dann im Endeffekt. Das sind ja eigentlich, ist das meines Wissens nur abhängig von dem Gewinn, den man hat. Sobald man einen gewissen Gewinnspanne überreicht, Umsatz meine ich. Dann muss man das Ganze anmelden. Genau, ja, es gibt eine Grenze. Und das sind, wenn man berufstätig ist, 4.000 Euro pro Jahr, dann muss man sich gewerblich melden. Als Gewerbetreibender kann ich auch sagen, in Österreich hat das schon Vorteile, wenn du einen Gewerbeschein nimmst, also bei vielen Branchen, IT zum Beispiel, ist er ohne irgendwelche Vorkenntnisse haper. Und du hast dadurch, du zahlst zwar die Kammerumlage, aber du hast sonst einige Vorteile, wie zum Beispiel, dass die Kammer, in der du bei uns Zwangsmitglied bist, dich dann auch juristisch unterstützt und du kannst mehrmals im Jahr dort essen gehen auf Vorträge, wo es ein Buffet gibt und so. Also es bringt durchaus was, wenn du vorhast, irgendwas zu tun, einen Gewerbeschein zu lösen. Ja, das ist immer ein bisschen so eine Abwägungssache in Deutschland, ob du jetzt... Ob dich jetzt deine Gebühren mehr kosten oder ob das, was du davon an Beratung, an Mitgliedschaft kriegst, dann mehr bringt. Aber es ist in der Frage, beim Verlag ist es keine Frage. Du darfst einfach nur Verlag sein, wenn du Gewerbe anmeldest. Ja, wir sind jetzt da drauf gekommen, ich weiß es nicht mehr.
Wissenschaft. Ja, Wissenschaft. Ja. Dieser Podcast meint, herrlich, herrlich für uns was passiert. Das mit dem 2-Stunden-Limit wird nichts mit den Themen, ne? Egal, siehst du auf die Batterie nicht noch was da? Ich hab schon meine voller reingenommen. Nein, es ist alles durch. Es rennt. Voll. Wie schaut's aus? Der Stefan hat so viele Themen gehabt. Jing, haben wir dich ausführlichst reden lassen? Also, ja. Okay. Brennt nichts mehr auf deiner Zunge. Ja, da gibt es ja noch ein Themen, aber Thema. Ja, das ist aber das, genau. Hm? Experts und so. Oder? Ja, das sind noch ein paar Themen, aber... Experts? Experts. Ja, wenn wir dann bei der Film und schöner Leben... Namen des Films. Genau. Achso, okay. Serie. Schöner okay. Name. Haben wir Nerd oder so? Ja, ich habe noch was Schräges. Seid ihr geistig noch helle drauf? Absolut. Kennt ihr die Geschichte, dass man so herumstöbert, wo was liest oder so oder was schaut und plötzlich lernt man so eine Kleinigkeit, die man eigentlich gar nicht vorgehabt hat zu lernen, aber man entdeckt so eine Kleinigkeit und über die freut man sich, dass man die dann gelernt hat. Mhm. Mir ist das jetzt so gegangen, ich habe einen Artikel gelesen an einer Zeitung über den englischen Ausdruck Serendipity. Kennst du den? Nein. Gibt es keine deutsche Entsprechung dazu? Was heißt das? Genau das, was ich vorher erklärt habe. Nämlich, wenn man eine Kleinigkeit entdeckt, die man aufgrund dessen, dass man was gelesen hat oder was erfahren hat, gelernt hat, die man nicht vorgehabt hat zu lernen, die man dadurch dann lernt. Wir haben das Vokabel dafür. Das ist nicht endlich. Douglas Adams Obscure Wörterbuch. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Nein, es ist ganz einfach nur erstmal. Gibt es noch eine Software dafür? Das ist eine Blogging-Software gewesen, Serendipity. Ja, ich habe dieses Wort schon ziemlich oft gehört und nicht mehr für was es heißt. Aber ich habe es dann sehr meta gefunden, dass ich das Wort gelernt habe, damit, indem ich es gelernt habe. Das spricht jetzt aber nicht für die Sprache der Dichter und Denker, dass wir keinen Begriff für dieses Wort haben. Doch, weil man immer nur das Wort für das Gegenteil eigentlich in einer Sprache kennt. Wir haben kein Wort für ich bin nicht durstig. Entschuldigung, für doch, ja. Genau, jeder hat nachgedacht. Nicht durstig, also sozusagen satt. Weil Hunger war hier in Europa schon ein Problem. Daher nie Durst. Ja, genau, aber wir hatten kein Problem für Durst. Und deswegen gibt es das Wort für das Gegenteil nicht. Das habe ich in der Schule noch gelernt. Durst, das macht ja keinen Sinn. Weil wir das Gegenteil nicht kennen. Also wir kennen nicht. Hast du genug Bier drin? Moment, es ist wirklich kompliziert. Du meinst, ich glaube, das hat ja einen ganz anderen Bereich. Und Bier wurde hier immer getrunken und da gibt es einfach keinen Begriff dafür, dass du genug Bier getrunken hast. Ich glaube, hier wackelt eine These gerade ganz gewaltig. Nein, da muss ich natürlich. Es hat etwas mit dem Gegenteil. Du kannst in Europa schon verdursten. Also, wir kennen den Durst sozusagen nicht und deswegen haben wir kein Wort dafür. Weil wir haben ein Wort, das heißt Durst. Doch, heißt Durst. Ja, du hast es gerade gesagt. Ah, aber das ist wirklich kein Durst. Für das Gegenteil von Durst haben wir kein Wort. Nicht Durst. Aus dem Grunde, weil wir es immer sind. Kennen. Wenn man es nicht braucht. Angeschledert. Aber es ist ein sehr gutes Also weil wir nie durstig sind, haben wir kein Wort für nicht durstig. Das ist schwer. Das ist wirklich ein schwer zu erzählen. Es hat auch zum Beispiel, wo habe ich es noch gelernt? Oh Gott. Aber es hat etwas mit dem Gegenteil und nicht mit dem eigentlichen Wort. Man würde ja erwarten, wir haben dafür kein Wort, weil wir es nicht kennen, sondern es ist umgekehrt. Wir haben kein Wort dafür, weil wir es gerade, weil wir das Gegenteil davon nicht kennen. Um einen sehr blöden Vergleich zu bringen. Wir haben viele FPÖ-Wähler, aber wir haben kein Wort dafür, dass es zu viele sind. Oh Gott. Es wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Argumentation. Aber ich finde die Rubrik sehr gut. Das ist ja schon ein paar Mal so Begriffe gebracht. Etymologie. Also Worte zu erklären. Das wäre mich jetzt... Rubrik nennt sich Serendipity. Eindeutig. Noch einmal, Stefan, bitte. Serendipity. Aber es gibt einen deutschen Wikipedia-Artikel dazu. Das ist sehr lustig. Für ein Wort, das es im Deutschen nicht gibt. Das wird denglisiert. Ja. Was ist jetzt das Gegenteil von Serendipity? Nichts wissen, darüber auch nichts lesen und darüber nicht traurig sein, oder? Kein Kommentar. Ein Box. Nicht jedes Wort hat ein Gegenteil. Ist dann alles das Gegenteil oder nur Teil? Ja, stimmt. Okay. Ich hätte noch ein Wort. Bitte. Ist verpackt in eine Aufgabe für dich. Es gibt in Wien ein Geotop. Frage 1, was ist ein Geotop?
Und sie darf nicht googeln? Ja. Ohne Google. Das ist ohne Wikipedia. Ich kann es mir ja noch ein bisschen zusammenreimen. Was ein Geotop ist, findet man im Internet. Mhm. Aber man findet nicht das Wiener Geotop im Internet. Zumindest ist es mir nicht gelungen, es zu ergoogeln. Mhm. Ich sag dir sogar, was das Wiener Geotop ist. Das ist der Gspöttgraben. Aber du musst rausfinden, warum es ein Geotop ist. Eieieiei. Sollte ich den kennen, den Gspöttgraben? Bist du ein Geologe? Nein. Dann musst du nicht wissen, was ein Geotop ist, und dann musst du den Gspöttgraben. Also wenn jetzt das Geotop das Pendant zum Biotop ist, dann kann ich mir das ungefähr vorstellen. Ich finde eigentlich nicht. Was ist denn ein Biotop? Fangen wir mal so an. Ein Lebensraum? Ich glaube, Biotop heißt einfach nur, das ist ein Lebensraum. Mhm. Ach so. Ja. Aber. Mhm. Ach, dann ist es. Mein Zuhause ist mein Biotop. Kann was sein. Spöttgraben. Du bist sicher nicht im Internet. Du bist sicher im Flugmodus. Ja. Ja, sie ist ganz brav. Ich bin ganz brav hier. Aber ich fand auch den Namen Spöttgraben schon sehr nett. Ja, das ist typisch wienerisch. Da habe ich dann versucht, den findet man wieder, den Namen. Und wenn man dann versucht herauszufinden, warum das so heißt, ist unbekannt. Also vielleicht kommt es auch nicht von Gespött. Ist das sowas wie ein Sammelpunkt? Also innerhalb der Wiener Stadtgrenze. Okay, innerhalb. Das heißt, der ist irgendwo im Wiener Wald oder so wahrscheinlich. So in die Richtung. Also nicht irgendwas... Wenn es ein Graben ist, dann ist es schon. Ja. Das heißt, es ist im Süden von Wien? Nein, dort ist nichts relevant. Kann das sein, dass das der tiefste Punkt von Wien ist? Nein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Graben ist, dass man dort diese geologischen Schichten relativ gut erkennen kann. Mhm. Aber warum heißt es dann so? Ja, darum heißt es Geotop. Genauso wie ein Biotop. So viele Tiere oder was auch immer. Ah, so, okay. Das sind also die Schichten. Nein, ich bin ja mal gespannt. Das ist ja echt. Okay. Aber lösen wir noch nicht auf, oder? Vielleicht eventuell, weil sie es dort bilden. Vielleicht bilden. Die Auflösung sagt Ihnen der Stefan in der nächsten Folge von Ihr Docher Podcast. Oder die Anna, wenn sie im Spöttgraben war und dort das gelesen hat, warum das ein Geotop ist. Das steht dort, sonst hätte es nämlich einer steht dort. Okay. Steht dort. Gut. Das ist echt nett, dort die Ecke von wegen. OpenStreetMaps markieren, Geotop. Ich muss ja sowieso dann jetzt die Woche einmal eine größere Fototour machen, weil ich glaube ja, das längste Wohngebäude der Welt jetzt zumindest. Möchtest du erzählen von deiner Wien-Tour? Dann erzähle ich vielleicht schnell mal. Ich habe deine Aufgabe im letzten Bierdacher Podcast war, das längste Wohngebäude, der das Welt längste Gebäude. Du hast das ja schon dreimal gespoilert gehabt, aber zum Glück hat sie nicht zugehört. Also die Geschichte dafür, dass sie die Shownotes gemacht hat. Ich habe. Genau. Vielleicht habe ich es einfach nicht begriffen. Das kann auch sein. Also es ist ein Genossenschaftsgebäude, nein? Glaube ich nicht. Das ist Gemeindewind. Ja, das ist, glaube ich, ein Gemeindebau. Was meinst du denn, dass es ist? Löse es selber mal auf. Das ist ja genau das Blöde, weil ich habe ja tatsächlich jemanden gefragt und der hat mir was erzählt, was irgendwas mit Marx Bau. Das ist schon sehr heiß. Und dann habe ich versucht, das ohne Hilfe des Internets zu finden, wo das ist, und daran bin ich bis jetzt noch gescheitert. Also es gibt keine U-Bahn-Station, die so heißt, oder keinen Pfeiler, der hinzeigt. Ich habe da sogar getweetet, in welche Straßenbahn du einsteigst. Ja, da bin ich aber noch nicht eingestiegen. Ja. Das steht noch bevor. Also das Ding heißt Karl-Marx-Hof. Karl-Marx-Hof? Mhm. Nicht zu verwechseln mit der Marxer Gasse oder so. Schlachthof Karl-Marx. Da muss man jetzt gerade mal direkt entschuldigen, bei Robert heißt er, wenn er zuhört, weil er hat es mir vielleicht sogar richtig gesagt, nur mal gnadenlos schlechtes Namensgedächtnis hat natürlich nicht so lange gehalten, bis ich das mir aufgeschrieben habe. St. Marx. Nächste Woche sind nur noch Engelse Marx. Karl-Marx-Hof. Nicht in St. Marx. Nicht in Marx ist eine Gegend in Wien. Kein Bezirk, aber eine Gegend. Ach drum, okay, ja. Also ein Grätzl, wie die Wiener sagen. Den berühmt für den Schlachthof, für den ehemaligen. Schlachthof, jetzt ein Biozentrum, genau. Veranstaltungshalle. Viertel.
die T-Mobile sitzt da. Ja, aber dann wundert mich jetzt das nicht, warum ich das nicht im Stadtplan oder sonst irgendwo gefunden habe. Ich habe ja immer nach Marx oder St. Marx geschaut. St. Marx auf dem Mistrieb. Ja, ich denke, aber es ist keine Sehenswürdigkeit, die man auf ersten Blick auf Google findet. Ja, ich werde schon empfinden. Ich mache dann nächste Woche eine große Fototour. Spannend, aber... Gut, ja. Hast du sonst lustige Erlebnisse gehabt beim durch in Wien leben? Nachdem ich meine Erkältung gegen mich kämpft, habe ich jetzt keine lustigen. Ja, doch, ich habe ein lustiges Erlebnis habe ich gehabt. Ich habe eine Wohnung besichtigt. Die war total schön renoviert. Aus der Serie Hanna sucht Wohnung. Ja, genau. Die war super schön renoviert und einigermaßen günstig. Und ich komme da noch an und wir gehen in diese Wohnung. Ich denke mir so, das ist doch nicht die Wohnung. Das ist doch nicht die Wohnung auf dem Exposé, auf den Fotos. Mhm. Die ist zwar nett, aber das ist die nicht. Mhm. Ja, stellt sich raus, dass das die Fotos von der Wohnung wahrscheinlich im Stockwerk unten drunter war, die wahrscheinlich tatsächlich super schön renoviert ist. Und die Maklerin hat aber nichts Besseres zu tun gehabt, als so zu tun, als wäre sie jetzt selber total überrascht, dass das eine andere Wohnung ist. So typischer Maklerschmäh, dass da... Ach, jetzt ist da keine neue Badewanne, sondern eine Dusche. Da ist jetzt gar kein Einbaukühlschrank in dem Schrank. Aber wenn es schon einmal da ist. Aber wenn sie schon mal da sind und ich so, nein, jetzt kann ich vergessen, irgendwie keine Badewanne, ich gehe wieder. Und dann war sie ein bisschen betröppelt, wo ich mir gedacht habe, naja, also, was erwartet sie denn jetzt, dass ich mich freue oder wie? Naja, genau. Ja, wollte ich nur gerade, so war lustig. Nee. Dazu hätte ich auch noch etwas. ich kenne die Sicht im Prinzip aus beiden Richtungen, da ich Leute kenne, die vermieten hier in Wien. Ich weiß, dass inzwischen es sich nur noch lohnt, in Wien auf Willhaben nach Wohnungen zu suchen. Weil die ganzen Makler setzen es auf allen Plattformen rein, aber Willhaben ist deren größte sozusagen Einzugsgebiet. Das Wiener eBay oder was? Ja, im Prinzip schon. Das meine Erfahrung ist halt, dass bei Willhaben die meisten drin sind und dass man da auch eine Antwort kriegt, wenn man hinschreibt, zum Beispiel bei anderen nicht unbedingt. Ja, also Willhaben ist für der größte Marktplatz für Wohnungen. Das wird aus der Maklersicht so gesehen und ist schon so. Aus meiner Sicht, ich mag keinen Makler. Also. Ja. Dass die schon nicht dafür haben, schauen. Okay, aber für die, die keinen Makler haben, die setzen es auch am ehesten auf Willhaben oder jobwohnen.at. Da habe ich damals auch eine Wohnung gefunden. Aber bei Willhaben oder Jobwohnen, das sind so die, wo ich schaue. Ja. Und dann, jetzt sind welche weggegangen, aber es ist auch interessant, was die Makler eigentlich herausfinden können über uns. Okay. Die können nämlich. Die haben die Möglichkeit dazu, herauszufinden, auch wenn man dort nicht gemeldet ist, wo man gerade wohnt. Ja. Man braucht sich nicht dafür melden, man braucht sich nicht umzumelden oder sonst was. Die wissen, wo man wohnt und wie viel man verdient. Interessant. Weißt du das jetzt genau in Österreich? Ohne wie? Ja, genau das. Genau. Das zum einen, in Deutschland man ist Schufa, ich kenne das österreichische Äquivalent nicht. Darüber wissen sie ziemlich viel, auch die Adresse. Wo bekommst du deine hauptsächliche Post hingeschickt, wie zum Beispiel von der Bank oder sonst was? Darüber können die dann tatsächlich herausfinden. Die wissen sogar, können die über Leute herausfinden, die damit nichts zu tun haben. Im Prinzip ist das eigentlich eine Schweinerei, weil es gibt keine Zugangsbeschränkungen dahin zu der Software, also zu diesem System, nicht Software. Sie können einfach nachschauen, okay, der Hans Müller, der wohnt schon seit einem halben Jahr in Hinterpussemuckel und verdient 5.000 Euro im Jahr oder sonst was. Okay. Auch wenn man dort nicht gemeldet ist, das ist völlig wurscht, wenn man sich hier in Österreich abgemeldet und ist nach Deutschland zieht, könnte es auch darüber herausfinden, das ist kein Problem. Da kenne ich aus dem amerikanischen Wohnungsmarkt berichten. Ja. Wie die Wohnungssuche ausschaut. Also im Prinzip gibt es was Ähnliches wie Willhaben, vor allem im amerikanischen Raum verbreitet, nennt sich Craigslist. Genau, gibt es auch sogar für Wien. Genau, die gibt es auch für Wien, aber ich glaube, Wien benutzt keiner. Ist nicht viel los. aber prinzipiell ist das halt, wo Leute halt Zimmer oder Wohnungen oder was auch immer reinstellen.
Und prinzipiell, also ein Zimmer ist relativ einfach zu finden, also so ein Student. Ich habe dort später dann nach Zimmer gesucht, aber wir haben, also ich habe mich dort auf eine Wohnung angemeldet. Und wenn man eine Wohnung haben will, dann muss man wirklich dort nicht nur halt, also ist ja auch bei uns teilweise so, dass man halt Gehalt und was auch immer reintragen muss. Man muss auch die Social Security Nummer angeben. Die ist quasi der Schlüsselpunkt, um alles zu bekommen in den USA. Also, aber kriegst du die Sozialversicherung schon? Genau, und die ist jetzt wirklich ein, sollte man geheim halten, angeblich. Aber kriegst du die als ausländischer Student? Also der Wenn man dort arbeitet, ja, ab dem ersten Arbeitstag. Das muss man wissen, weil wenn man schon vorher dort ist in der Wohnung oder was auch immer will, geht das nicht. Also da bist du nicht existent. Du bist nicht existent, okay. Wenn du keine Social Security Nummer hast. Kann auch kein Bankkonto öffnen, gar nichts. Also nicht dabei, wenn man eine Bestätigung hat, dass man entkommen würde. Ja. Ist übrigens in Österreich auch nicht sehr viel anders. Also wenn man Leute hat, die für schwarz arbeiten oder so, ist immer sehr wichtig, dass man sie ins System einbringt. Also ihnen, wenn man ihnen was Gutes tun will, den ersten offiziellen Job sozusagen verschafft, auch wenn die das selber gar nicht wollen. Ja. Und das ist halt ein gewisser bürokratischer Aufdruck, aber ab dann beginnt die Maschine des Sozialstaats zu laufen und du hast dann eben auch eine Versicherung, hast dann diverse Ansprüche und so weiter. Du musst dazu einmal offiziell existieren. Ich kann noch was sagen zum amerikanischen Wohnungsmarkt. Im Gegensatz, also in Österreich gibt es dieses System nicht, oder ich kenne es bis jetzt nicht, es gibt sowas, das nennt sich Credit Score. Also im Prinzip... eine Kreditwürdigkeit? Ja, genau. Das ist, Österreich, das ist ein Arbeitsschutzverband von 18 Jahren. Okay, aber ich habe das da noch nie irgendwo gebraucht, aber dort braucht man es anscheinend, um Wohnungen zu kaufen, zu... Wir zu mieten und so weiter. Überprüft, wenn du eine Kreditkarte haben willst. Ja, das genau, passiert ja alles passiv hier in Österreich und in Deutschland. Okay. Bekommst du gar nichts mit, die wollen gar nicht, dass du es mitbekommst. Mhm. Weil dieses Scoring da ist dubios. Unsichtbar. Ja, du bekommst es ein bisschen einmal mit, wenn du ein Gewerbe gründest, weil dann kriegst du von ihnen ein Briefchen, wo sie von dir eine freiwillige Auskunft haben möchten. Die kannst du dann geben oder nicht geben. Vielleicht hatten sie schon genug Daten von. Na, sie brauchen uns nichts sagen. Ja, wir wissen schon. Du bekommst höchstens in Österreich was mit, wenn du deinen Kredit, wenn du deinen Mobilfunkvertrag nicht abschließen kannst. Aber dann bekommst du nicht, wieso du es nicht bekommst, sondern du sagst nein. Und das liegt an diesen Kreditinstituten. Okay. Aber die werden dir niemals sagen, wieso du den Mobilfunkvertrag nicht bekommst. Du bekommst ihn einfach nur nicht. Aber ich habe jedenfalls, ich habe mir das total angeschaut. Also als Europäer, man hat keine Referenz dort. Das ist natürlich etwas komisch. Ist das dann gut oder schlecht? Eher gut, muss man sagen. Okay. Also kommt drauf an, was man vorher gemacht hat. Aber wenn man nicht, vorher nicht viel verdient hat und so weiter, also so ist clever, es vermutlich dass sie eher gut. Auf die österreichischen Systeme zugreifen sind. Das also ich weiß nicht davon zumindest. Ich glaube, sie können es nicht. Mhm. Ich musste zwar meinen Vormieter angeben, aber ich glaube nicht, dass diese Person Englisch kann, aber ja. Ja, in Amerika ist ja auch... Ich stelle mir gerade den armen amerikanischen Sachbearbeiter mit dem deutschen Mietvertrag. In Amerika ist es ja im Job auch so, man gibt in Europa bekommt man ja anschließend ein Arbeitszeugnis. In Amerika bekommt man das nicht. Dort gibt man die Rufnummer seines letzten Arbeitgebers an und der potenzielle Neue ruft diesen an und fragt den sozusagen aus. Aha. Und das ist etwas anders als hier in Europa. Genau, also generell muss man sagen, Amerika ist viel mehr Telefon gefragt. Also, wo ich in Österreich eine E-Mail schicken würde oder weiß nicht, hingehen würde oder so, ruft man dort einfach an. Ja. Und ist auch, hast du gesehen, ist mehr Festnetz noch als bei uns oder mehr Mobile? Oder? Festnetz, also Unternehmen auf jeden Fall, ja. Aber ja, sonst Mobilfunk, ja. Generell sagen, Mobilfunk ist etwas teurer, also Internet, mobiles Internet ist relativ teuer. Netzabdeckung ist natürlich, gerade wenn man nicht in einer Stadt ist, eher schlecht. Hat mich etwas überrascht, dass Internet so teuer ist, also ab 40 Euro im Monat geht's los. Darf ich kurz fragen, kannst du so ein paar Geschichten erzählen, was dir als Österreicher aufgefallen ist? Aber einfach was dich überrascht hat oder was anderes war? Ja, das eine, was mich überrascht hat, ist das Internet und also auch Festnetz-Internet. Ist unverhältnismäßig teuer, also wirklich
dass man $70 im Monat zahlt. Du wirst bestraft fürs Online sein wollen, oder? Ja, wirklich. Mhm. Und natürlich, amerikanisch ist nicht, ist, also es beginnt ja bei uns auch teilweise schon so. Internet wird immer zusammen mit Fernsehen verkauft. Mhm. Und viele Leute wollen dann eben auch so Sachen wie Hulu und Netflix und so weiter haben. Und da kann man dann wirklich hunderte Dollar ausgeben, nur fürs Internet und Fernsehen, was für Österreicher unverständlich ist, würde ich sagen. Ja. Und was noch war, ja, mobil, also ich habe da zum Beispiel dann kein mobiles Internet gehabt, genau, aus diesem Grund. Was natürlich eine ganz andere Erfahrung dann plötzlich wieder ist, weil das gewohnt ist, Google und was auch immer. In die Vergangenheit. Ja. Und deine europäischen Mobilfunkanbieter haben da dort Nüsse genutzt, die du gehabt hast? Ich habe es gar nicht ausprobiert. Also ich habe eine SIM-Karte schon gehabt. Und ich muss sagen, also wer auch immer nach USA reist, man kann dort ohne Vertrag auch SIM-Karten kaufen, T-Mobile zum Beispiel. Und für $3 im Monat, also genauso wie bei uns, halt 10 Cent pro Minute oder was auch immer Verträge haben. Und das ist wirklich das Effizienteste, auch wenn man als Urlauber da so hinfährt. Zahlt sich eventuell aus, wenn man... Also einfach eine Prepaid-Karte, oder? 10 Cent pro Minute. Dollar-Cent oder Euro-Cent? Dollar-Cent. Moment, also trotzdem... Ist okay, also in Österreich sind es circa 5 bis... Also kommt drauf an, wo man einen natürlich Vertrag hat. Aber diese Prepaid-Karten sind auch meistens so 15 bis 10 Cent in der Ordnung. Also wobei teilweise die Karte selber sehr teuer ist. Also ja, die kostet, glaube ich, also ich habe es mir dann Vertrag gehabt, weil ich das nicht gewusst habe am Anfang. Ich glaube, die hat $40 oder so gekauft. Genau. Aber man kriegt das ganze Handy um $50, also. Ja. Und gehen die Leute dann mehr in Internetcafés oder gibt es mehr Bibliotheken? Nein, ich glaube, die meisten leisten sich das ganz einfach. Also das ist normal, so viel zu bezahlen. Aha. Ja. Und gibt es mehr, wie heißt das, Free-WLAN? Ja, also das muss ich sagen, das habe ich dann, ich habe es, dort wo ich gearbeitet habe, in Madison, Wisconsin, das ist eher eine kleinere Stadt, würde ich jetzt sagen, nicht so oft benötigt, aber in Chicago zum Beispiel bin ich dann einfach immer ins öffentliche WLAN reinkam. Das war dann schon sehr praktisch. Ja. Okay, der Stefan ist ausgeschaltet. Ja, Stefan, hat sie nicht noch ein paar Themen? Sie hat sich selber aus dem Spiel genommen. Sehr gut. Ja. Wie ist es mit dir mit Let's Encrypt gegangen? Das ist gemein. So, wir suchen jetzt ein anderes Thema heute. Was wir erwähnen wollen, bevor wir es nämlich vergessen, gibt es jemanden unserer Hörer, du könntest wissen sogar wer, obwohl das war falscher Hinweis, du kannst es vielleicht gar nicht erwähnen, ein Hörer, der uns immer wieder Themen schickt zum Thema Liegefahren und Velomobile und Fortbewegung auf zwei Rädern. Ist das nicht der Dennis? Ursprünglich, aber ich glaube, du hast nicht auf den Kongress getroffen und so, bilde ich mir das gerade ein. Egal. Auf jeden Fall haben wir da einen sehr netten Eintrag, dass es ein neues Velomobil gibt, nämlich bei uns in der Nähe auf der Kumpendorfer Straße. Ein Geschäft Richtung Getreidemarkt. So circa, er schreibt oder sie schreibt 2 Kilometer von euch Richtung Getreidemarkt. Also haltet die Augen auf. Und ich da gibt es ein Velomobil oder ein Geschäft? Da gibt es jemanden, der ein Velomobil besitzt, mit dem Nickname Kräuterbutter, würde ich mal sagen. Und die Kräuterbutter oder der Kräuterbutter hat dort mehrere Fotos gepostet von seinem Gefährt. Und ich habe mich ja jetzt cool, gerade nochmal belehren lassen, dass ein Velomobil ist, das sind diese mit Verkleidung. Ja, ja. Und es schaut sehr retrofuturistisch aus. Hat jemand von euch den Film gesehen, Der Schläfer von Woody Allen? Das ist so eine Science-Fiction-Komödie, aber alles in so diesen weiß-futuristischen Stil gehalten. Und daran hat mich dieses Gefährt sehr erinnert und es ist drauf auch gepostet, was ich sehr lustig fand, ein Video, wie man in dieses Velomobil einsteigt, wobei ich nicht weiß, ob er sich da in die Fahrposition begibt oder ob er da sich irgendwie, ich glaube, er muss nur um an gewisse Teile des Rades ranzukommen, um es zu warten, glaube ich, so steigt, muss man da so irgendwie so kopfüber hineintauchen. Er hat das schon irgendwie in Anlehnung eines anderen Velomobil-Piloten irgendwie gemacht und das hat mich sehr amüsiert. Kann man da alleine einsteigen? Oder, also ich habe auch schon gesehen, diese Highspeed-Record mit Fahrrad oder so. Also
ich glaube mit Muskelkraft oder so ist dort gestanden. Ja, da ist die Person reingeschraubt worden, ich weiß es nicht. Ja. Also bei den handelsüblichen Velomobilen steigt man alleine ein. Und die sind auch nicht motorisiert. Okay. Ja, das war eine, eben ein unmotorisiertes ja. Und das war dieser Landrekord für ja, Muskelkraft. Ja, das war in Kanada, das Thema. Da wurde reingeschraubt, aber hier in Österreich fährt keiner damit rum, weil auf der Land, weil du damit keine Kurven fahren kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob der dann auch nicht umgefallen ist am Ende. Oder so. Bei der letzten Variante liegt man dann dort gegen die Fahrtrichtung drin und es gibt kein Fenster nach außen, sondern nur eine Kamera und einen Monitor, auf dem man beobachtet, wie man sich gerade bewegt. Mhm. Genau, ja. Oder man, ich glaube, es gibt auch keine Lenker, wenn ich nicht alles täusche. Bin dieser Rekordfahrzeug zumindest. Ja. Es gibt nur eine ganz leichte Lenkmöglichkeit über Gewichtsverlagerung. Weil mir nicht benötigt wird. Das ist eine ganz naive Frage. Wie viele Räder hat denn so ein Velomobil? Das ist unterschiedlich. Also ist das was, wo man beim Einsteigen umfallen kann? Oder ist das was? Also es gibt welche mit zwei und drei. Also zwei sind die, die für Highspeed da sind. Und manche haben auch Velomobile mit zwei und fahren damit über die Landstraße. Aber in der Regel hat man drei Räder, weil es ein bisschen praktischer ist. Ja, ja, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn das irgendwie wie so ein Liegerad ist oder so und dann steigst du da ein in das Ding, das ist der Unfall, bevor es drin ist. Also es gibt verschiedene Velomobile und da wird je nachdem das komplette Gehäuse nach oben geklappt oder nur oben die Kappe. Also wo nur oben die Kappe aufgeklappt wird und du dann einsteigst, das geht nicht mit zwei. Aber dort, wo du wirklich das komplette Gehäuse nach oben klappst, einsteigst und dann alles nach unten klappst, das ging ja auch mit zwei. Okay. Zum Thema Liegefahrrad, habe ich letztens ein Video gesehen von einem Hochliegefahrrad, wo man quasi auf normaler Fahrradhöhe liegt. Das gibt es als Mountainbike. Ist das nicht sehr instabil? Nein, ich weiß nicht. Es hat sehr leicht ausgeschaut auf dem Video, aber keine Ahnung. Es gibt ein Liege-Mountainbike. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Du kannst damit nicht wirklich fahren, weil du bist viel zu hoch, das Gewicht. Beim Liegefahrrad ist das Problem, dass du wirklich nicht besonders gut die Balance halten kannst. Das meiste musst du mit den Armen machen und mit dem Kopf. Mhm. Und je nachdem, wenn du in Kurven gehst, mit ein bisschen mit dem Oberkörper. Aber das Mountainbike, ich saß noch nicht drauf, aber es muss eine Katastrophe sein. So, das ist viel Übung und damit kannst du noch nicht wirklich in die Berge fahren. Weil man, ja, du kannst, damit hast keine Möglichkeiten irgendwie zu balancieren. So, das Beste ist einfach nur ein Dreirad, dann kannst du auch durch die Berge fahren. Also ich stelle mir gerade vor, jemanden, der einen Berg runterfahren muss. Mit dem Dreirad kein Problem. Wo man springen muss, dann im Liegen. Das Hochliegerad. Achso, okay, jetzt geht tatsächlich Mountainbiken, ja. Ja, das stimmt. Mit einem Liegerad kannst du nicht so mal eben sagen, und jetzt springe ich mit dem Vorderreifen ein bisschen hoch. Also ein Treppensteigen sozusagen mit dem Fahrrad, was manche mit dem Mountainbike können oder mit Stuntfahrrädern, das geht mit dem Liegerad niemals. Ich bin übrigens sehr schon glücklich gerade. Ja, ja. Fahrradthemen. Ja, haben wir es eigentlich schon gesagt? Der Stefan hat einen wunderbaren, was war das? Ein Spezial. Sandwich. Sandwich. Ah, okay. Mit Esme, ne? Mit Esme. Ja, ja. Der ist die Schuld, der das angeht. Der Royal. Der Royal. Oh Mann. Genau, gibt es nicht eine Garde für. Wie heißt dieser Schock nach dem Essen? Obwohl, ja. Gibt es einen Begriff dafür? Meinst du das Fresk-Oma? Ja, so so eine Art, ja. Ah, das war jetzt wieder ein Serendipity. Ach, sag. Aber es gibt einen englischen Begriff dafür gleich. Und dann gibt es noch den Fress-Flash, glaube ich, nicht? Wenn man so einen Anfall hat. Mhm. Ah, ja, das ist aber dann eher durch andere Zuwirkung von anderen Substanzen. Also. No. Oder einfach Gier. Oder Übung. Ja. Okay. Essübung. Das war jetzt gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn man diesen wunderbaren Post von der Kräuterbutter verlinken will. Ich sagen. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das ist auch eine Diskussion drunter. Es ist wirklich ganz, und es sind wirklich viele Fotos und es ist witzig, dass es wirklich bei uns so in der Nähe ist. Habe ich eigentlich schon mal Fotos von meinem Liegerad und so weiter? Ich glaube nicht. Okay, muss ich mal machen. Hast du es? Cool, dann mach. Also wie ich mit dem Zweirad und mit dem Dreirad fahre. Weil das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Besonders in meinem Lächelausdruck. Okay. Okay, je nach Untergrund. Also als ich mir noch das Kebab zwischen die Wangen geklemmt hatte, was du gemeint hast vorher, das war der Thomas aus dem Badischen, der uns immer wieder mit Liegeradartikeln versorgt, weil es auch relativ nah
noch ins Vorarlbergische hat, wo es diesen Legerer-Tag auch gibt, wo er manchmal ist und so weiter. Grüße an den Thomas. Grüße an den Thomas, ja. Das Bier war ausgezeichnet. Aber das ist nicht der Thomas aus Gänserndorf. Das ist nicht der Thomas aus Gänserndorf. Ein deutscher Thomas, aus dem Badischen. Der Thomas aus Gänserndorf ist auch kein Deutscher. Stimmt, aber ist auch ein, ja, ist ein Deutscher. Aber er hat mal in Frankfurt gewohnt. Mhm. Ja. Aber seine Frau ist Deutsche. Zum Thema Fahrer habe ich noch einen Punkt. Mhm. Ich bin ein Fatbike gefahren. Ein was? Ein Fatbike. Sind das die mit den ganz breiten Rädern? Das sind die mit den extrem breiten Rädern. Ah. Ja, das ist die Alternative zum Mountainbike. Mehr oder weniger. Ist das sehr anstrengend? Es schaut anstrengender aus, als es ist eigentlich. Also, ich meine, ja, Rennrad, also es ist kein Rennrad, das muss man schon sagen, ja. Aber fürs Mountainbiken selber, ist meiner Meinung nach braucht es einfach weniger, also es ist mehr zum Spaß Mountainbiken. Man braucht nicht diese Sprünge und so weiter so extrem machen, also man fährt einfach drüber. Sag ich jetzt mal. Mhm. Es fühlt sich auf der Straße, genau, es fühlt sich auf der Straße und auf Offroad gleich an. Mhm. Und gerade wenn man nicht so gut im Mountainbiken ist oder halt Anfänger ist, macht es meiner Meinung nach durchaus mehr Spaß damit zu fahren. Also ich bin ja mit Wisconsin zweimal, dreimal Mountainbiken gewesen und kann es einfach nur empfehlen, das auszuprobieren, einmal, wenn man die Möglichkeit hat. Also. Und das ist auch der Sinn, dafür wird es auch verwendet. Diese. Schlägst du mehr Gewicht mit durch die fetten Reifen? Also merkst du nein, Gewicht nicht, weil ich meine, ja, Luft hat auch ein Gewicht, aber es ist halt nur Luft, unter Anführungszeichen. Aber mehr Reibungswiderstand. Genau, Reibungswiderstand, aber man hat auch viel mehr Grip, gerade wenn es rutschig ist. Also ja. Wenn Schlamm und so weiter, da kann ein Mountainbike nicht mithalten. Oder bei Eisenbahnschienen. Das habe ich nicht ausprobiert. Also auf der Straße, Straßenbahn. Genau, also da könnte man gar nicht reinkommen, das passiert nicht. Und ich habe auch auf YouTube irgendwann mal eine motorisierte Version davon gesehen. Das könnte man sagen, das ist ein Motorrad, aber das war eine Elektrofahrradversion. Ja, keine Ahnung. Offroad-E-Bike, ja, es war, also die Version war definitiv für den Straßenverkehr designt, mit bis zu 100 km/h. Das ist halt die Frage, ist das ein Motorrad, ist das ein Fahrrad? Also in Deutschland bräuchte man dafür definitiv einen Führerschein für, weil bis 25 km/h kann man motorisierte Fahrzeuge auch ohne Führerschein fahren und braucht man auch kein Nummernschild. Mhm. Ab 25 muss das Ding gemeldet sein und braucht auf jeden Fall einen Führerschein. Genau, das ist diese Grenze. Ja. Also gesetzlich, das ist auch die, wo die limitiert ist zwischen Elektrofahrrad und dann. Ja. Also es gibt ja noch das Mofa 25, das ist aber nicht die Geschwindigkeit, glaube ich, sondern die Kubik. Dafür braucht man auch schon einen Führerschein. Und dabei fährt das noch gar keine 25 km/h. Das gibt es hier nicht, die Kategorie irgendwie nicht. Ach so, das gibt es in Deutschland, okay. Mhm. Das ist nämlich der einzige Führerschein, den ich jemals gemacht habe. Und ich habe den Führerschein nie abgeholt, weil ich es nicht benötigt habe. Ich habe es nur zum Spaß gemacht. War kostenlos. Oder fast kostenlos. Ich hätte noch zwei halbwegs aktuelle Sachen. Das eine Nachtrag zum letzten Mal. Boah, wer hat denn die alle bestellt? Ist der da mal gebrochen? Ich habe erzählt von einem freien Android-System. Ja. Mir ist aber der Name nicht eingefallen. Es heißt Replicant. Soll ich mal angeschaut? Die Webseite heißt Replicant US. Mhm. Schaut interessant aus. Was mir aufgefallen ist, dass die, ich habe mir dann angeschaut, welche Devices supported sind. Und das sind, ich glaube, 12 Stück oder irgendwie so, ne? Ja, sehr wenig und sehr alte, relativ alte Modelle. Aber gut, dass es das gibt. Vielleicht entwickelt sich da ja was. Und noch eine Sache, die halbwegs aktuell ist, ist ein bisschen Netzpolitik. Ich bin wieder ein bisschen pikiert. Staatssekretärin Stessel kündigt die Erarbeitung eines modernen Cybersicherheitsgesetzes zur Förderung der digitalen Entwicklung an. Kann man einen Link auch dazu zur Presseaussendung, die sie über OTS rausgegeben hat. In der Presseaussendung 11-mal das Wort Cyber, aber dafür eigentlich kein Inhalt. Ich war wieder mal nicht begeistert. Kommt das vom Kanzleramt oder? Yep. Okay, gut. Genau. Also das, was das wieder wird, irgendwie werde ich hier jetzt gerade beworfen. Nein, ich sage nur, es ist voll okay, voll genüsslich. So, ja. Unterschleitwerbung. Ja, das passt schon. Das ist das Problem. Gut.
Das wollte ich noch unterkriegen. Sollten wir das jetzt wirklich aufnehmen, das Kauen? Das habt ihr auch den Kebab Royale? Das klingt so nach Vasa-Werbung. Du wolltest Vim lernen, Stefan. Das Genau. Du, ich habe nicht gewusst, dass du noch Vim noch gar nicht kannst. Ja, ich mache es erst seit 2 Jahrzehnten. Ich kann es noch immer nicht gescheit. Ach so, ich glaube, Ich habe eine gewisse mentale Blockade gegen Vim und gegen Emacs ungefähr gleich ausgeprägt. Ich bin einer der wenigen, die, glaube ich, in beiden exakt gleich schlecht sind. Wir müssen erklären, glaube ich. Ja. Was das ist, ja. Das ist jetzt der Moment, auf wo jeden Fall. Jetzt haben wir mal 2 Sätze genördet, so richtig. Ja, ist gut, dass du also bist du Nano-Benutzer. Weil das hätten wir sowieso für die Lehrer. Das ist nicht schlecht für die Hörer. Also, wir sprechen hier von Editoren, also Programmen, mit denen man Texten in Computern eingibt und editiert. Die keine grafische Oberfläche haben. Nicht notwendigerweise, okay, weil Emacs manchmal schon. Ex-Emacs und auch für Vim gibt es mittlerweile GVim und so weiter. Nicht? Also man kann alles dann auch mit grafischer Benutzeroberfläche haben. Ich verwende hin und wieder Nano oder Sublime oder Atom. Oder ganz was anderes. Eddie, oder? Ich bekomme einen Herzinfarkt. Ja? Kate. Kyrat. Kate, genau, stimmt, den gibt es auch noch. Kyle für LaTeX-Dokumente, sehr beliebt. Genau. LeafPad. Die was? LeafPad für LXD-Benutzer. LXD.E, genau. Mauspad für LXD-Benutzer. Das sind die grafischen Editoren dann schon. Ja. Okay, die sagen mir absolut. Aber wir können mal rein ummachen, also für alle, die. Also Emacs und Vim ist ja immer so eine quasi Entscheidung. Also ich bin ein VI, also Vim. Also VI ist mir auch schon zu grobe, aber Vim. Aber ich habe mich da auch eben nicht so wie du so durchgerungen. Du musst da ist die Lernkurve relativ hoch, weil du eben kein grafisches User-Interface hast. Das heißt, du musst gewisse Befehle durch Tastendrücke eingeben. VI kenne ich sogar. Ja, wirklich. Ich weiß es nicht mehr, aber ja, ich weiß. Jetzt weiß ich, wovon wir sprechen. Ja, okay, genau, diesen Editor. VI Improved. Also was kann ich unter VI? Das ist Doppelpunkt WQ. Doppelpunkt Q Rufzeichen. Also, dann CC, dann DD für Löschen, CC für Cutten und dann. Nach dem CC Escape drücken und PP, glaube ich, für Pasten. Oder irre ich mich da gerade? CC, das ist für eine Zeile ändern. Du meinst wahrscheinlich YY und dann irgendwo anders P. Genau. Das Ausschneiden ist eigentlich Jenken und das ist Y. Okay. Aber V ist ja, auch interessant. Ja, richtig, in der Fehlbedienung schon. Selbst die wenigen, selbst die wenigen Befehle, die ich kann. Ich glaube, du kannst auch in meine Lerngruppe. Ja, gerne. Und der Modus, mit dem ich die ganze Geschichte versuche, ist Learn in Public. Okay. Das ist die Initiative eines Menschen, den ich hier schon mal erzählt habe hier. Das ist der Doug Neal. Das ist, hat einen Kurs schon über mehrere Monate angeboten zum Thema Visualisierung. Da habe ich teilgenommen und immer wieder davon erzählt. Und jetzt das nächste, was er gerade macht, ist Learn in Public, wo er Leute versucht zu ermutigen, was Neues zu lernen und über diesen Lernprozess online zu berichten, in passender Form. Dazu hat er mir jetzt im ersten Schritt sein E-Book herausgebracht, wo er mögliche Wege darin aufzeigt. Das werde ich mir jetzt einmal als nächstes geben und dann werde ich mit wem mal wieder durchstarten. Karate. Im Karate. Ja. Man kann schon tolle Sachen machen, irgendwie, wenn man weiß, wenn jemand so Leuten zuschaut oder so, wenn sie über die Tastatur fliegen und auf den Vim-Monitor, also wo der Vim aufgerufen ist. Gibt es ja eigene Sportler dazu, wenn man was erledigen will mit möglichst wenig Tastendrücken. Ja, schön. Das wollte ich gerade auch sagen, es gibt eine Seite dafür, da muss man einen Twitter-Account haben, weiß ich nicht mehr. Wo man dann die Lösungen tweetet. Ja. Also der Sport heißt Vim Golf. Ah ja, genau. Schön. Also du hast eine gewisse Aufgabenstellung und diese Aufgabenstellung ist mit möglichst wenig Tastendrücken in Vim zu lösen. Oder in VI zu lösen. Nicht gerade trivial manchmal, glaub, die optimalste Lösung zu finden. Wobei, ich hab mir meistens immer so Cheat-Sheets ausgedruckt. Ja, damit kommst du aber noch nicht auf die optimalen Lösungen. Nein, das jetzt nur unabhängig davon. Also das Ding ist ziemlich programmierbar drinnen, hat eben auch dieses Vim-Skript eingebaut, das allerdings auch wieder ziemlich kryptisches Zeug ist. Mhm. Fast so kryptisch wie das Lisp im Emacs. Ne? Also da kann man sich dann wieder streiten, was schlimmer ist. Und Lisp ist wenigstens eine saubere Programmiersprache. Du weißt sofort, wenn du was liest, wo
Was, sie gehört jetzt zusammen, weil die Klammern gesetzt werden. Weil wir wollen ja alle möglichst viele Klammern sehen. Willst du etwa Basic programmieren? Das ist ganz okay, habe ich angefangen damit. Gibt es nichts dagegen einzusetzen. Ja, okay, in Ruby gibt es Gott sei Dank auch nur sehr wenige Klammern. Man kommt ohne Klammern aus. Apropos viele Klammern, Java. Wer Java nicht aushält und trotzdem Android programmieren will, gibt es was Neues. Heute in Version 1.0 rausgekommen, Kotlin. Okay. Von den IDEA-J-Erfindern. Genau. Und Entwicklern. Genau, genau. Die arbeiten schon 5 Jahre dran. Und jetzt ist eben Version 1.0 heraus. Schaut echt lesbar aus, das Zeug. Also Java in lesbar. Aha. Und was ist jetzt besser als, was ist daran besser dann als Scala? Du kannst doch in JRuby programmieren. Ich weiß nicht, ob du in Java auch Android-Programmierung machen kannst. In Scala kann man es zumindest das schon, weil es ist ja im Prinzip Java. Das heißt, wenn es kompilierbar ist, ist es... Ja, ist die Frage, ob es eine schöne Toolchain auch dafür gibt. Ja. Nur das Java-Code kriegst du auch eine Android-App damit auf die Reihe. Und die eben legen ihren Fokus drauf, sowohl Java-Applikationen als auch wirklich explizit Android-Applikationen als Output zu haben. Was ich sehr nett finde. Und das ist eben halt auch eine moderne Programmiersprache. Also das wirklich schon interessant. Im Gegensatz zu Java. Ja, das sage ich jetzt mal so. Immer diese Kram. Ich wollte noch zu Vim etwas sagen. Und zwar, ich habe mal NeoVim, hatte ich das schon mal als Thema? NeoVim ausprobiert. NeoVim verwendet nicht die Vim-Skriptsprache, sondern Lua als Skriptsprache zum Skripten. Und ich war mit NeoVim ziemlich unzufrieden. Also es war... Die müssen auch ganz schön reinklotzen, damit sie auf den Komfort von meinem Vim kommen. Also wenn ich Vim programmiere, zum Beispiel, ich glaube, was war das? Syntax-Highlighting war defaultmäßig nicht eingeschalten. Also ich bin jetzt von einem einfachen Benutzer ausgegangen. Ich habe ein Ubuntu und starte Vim mit einer Textdatei. Ist vorrangig eine Programmiersprache, die ich dort programmiere. Und zack, sofort Syntax-Highlighting. Dann habe ich NeoVim verwendet und keine Syntax-Highlighting defaultmäßig an. Und das finde ich auf einem Ubuntu, wenn man jetzt ein Dev erstellt und die Konfigurationsdateien mitliefern kann, schon ein No-Go. Also wenn, muss das von Hause aus direkt den meisten Komfort, den man mit dem Editor erreichen kann, schon defaultmäßig eingestellt sein. Außer man müsste noch Pakete nachinstallieren, dann finde ich in Ordnung. Aber die Default-Konfiguration sollte schon darauf ausgelegt sein, dass man... Einen vernünftigen Satz von Defaults. Ja. Genau, einen vernünftigen Satz. Vim ist der Fall, NeoVim nicht. Und deswegen bin ich von NeoVim wieder weg. Die müssen da was reinklotzen, damit sie mich als Benutzer wieder gewinnen können. Ich kann zu Vim nur sagen, dass ich Emacs benutze. Ha, du bist einer, du bist der. Ja, es gibt schade, ja mehr, du hast Glück, der einzige, ich habe kein Messer mit. Na, wie schaut es denn aus bei dir? What? Genie, Nano. Ja, genau, Nano, ja. Emacs habe ich auch schon mal mit Begeisterung verwendet. Für manche Aufgaben fand ich es einfacher zu konfigurieren. Mhm. Ich habe so als Aufgabe mal gehabt, da hatte ich vor mir ein 2 GB Logfile und wollte nach gewissen Mustern suchen. Ah, ja. Und das sollte aber so sein, dass ich die auch ein bisschen wirklich sehen kann im Kontext. Mhm. Also ich wollte nicht das rausgreppen, sodass ich nur die Zeilen habe, sondern wollte wirklich dorthin und das sollte dann zum nächsten Muster schnell hinspringen. Das Ganze soll eben auch schnell sein und das war mit Emacs sehr hübsch erreichbar. Okay. Genau, Highlight, Text, was auch immer. Dann kannst du aber auch Grep nehmen, das kann nämlich auch dir die Umgebung mit anzeigen. Ja, ich kann dann zum Beispiel nicht rausrollen, um mir den Dump im Detail durchzuschauen. Na gut, das kannst du dann dort im Emacs halt machen. Aber du kannst auch Lisp benutzen. Mit einem 2 GB File, glaube ich. Ja, definitiv. Ja. Weiß nicht. Ich habe Logdateien, die in die Gigabyte hineingehen und benutze Lisp dafür. Nicht Vim und nicht Emacs oder sowas, sondern Lisp. Ja. Und das ist gar kein Problem. Und ich kann wirklich mit Lisp drüber. Es ist zwar nicht
wahnsinnig schnell, weil die Datei halt nicht indiziert ist. Aber der findet ziemlich schnell und braucht dann halt ziemlich lange, bis er die Zeile findet. Also welche Zeilennummer das ist. Das war mein Das Wunsch, ist nämlich ja. ein Problem, das ja. ziemlich kompliziert ist. Im Gegensatz ja. zu einem Regular Expression ja. ist das Finden des Zeilenendes nämlich ein Problem, das nicht so trivial ist. Da muss man wirklich jedes Zeichen durchgehen. Der Horst trifft jetzt schon ein bisschen ab. Jetzt bleibt treu. Ja. Michelle Holbeck von Film, glaube ich, oder? Wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe noch zwei kleine Sachen zu gewinnen. Es gab mal einen Wettkampf von beim Kongress. Genau, und wer hat gewonnen? Niemand. SED. Ja. SED. Stream Editor. Das war witzig. Benutzt du den Emacs einfach default, so wie er daherkommt? Nein, halbes Jahr Konfiguration. Wirklich? Boah, ich dir beginne. Bevor man produktiv losgeht. Was man auf jeden Fall benutzen muss, ist Helm. Okay. Star Trek Helm. Ohne Helm gar nichts. Der Helm ist quasi... wie soll ich das erklären? Aber es gibt diesen... Wenn man... Also statt diesen Buffer unten zu haben, wo nur eine Zeile ist, also zum Steuerung XF ist zum Beispiel Datei öffnen. Und da müsste man unten jetzt zur Datei navigieren. Kommt dann eigentlich ein halbes Fenster, also so ein... Pop-Up-Menü. Ja, Pop-Up-Menü in Emacs. mehr oder weniger. Es ist halt kein Pop-Up-Menü, sondern im Editor drinnen. Aber prinzipiell, da werden halt alle Dateien ausgelistet. Also unter Autovervollständigung im Such-Debug und so weiter. Also eigentlich wird das Ding dadurch benutzbar. Es wird dadurch benutzbar. Ja. Ich sag mal, man kann es auch ohne benutzen, aber wenn man einmal Helm verwendet hat, will man es nicht mehr nicht verwenden, so gesehen. Okay. Ja. Und sonst, ja, ich meine, das ist ein Haufen... spezieller, also ich befreie es auch für E-Mail und alles mögliche. Ja, das ist ja eigentlich ein Betriebssystem. Halt. Genau, ja, nur die Editor ist scheiße. Also ich verwende es als IDE, als E-Mail-Client, als Kalender, als Notizblock, als fast alles. Ja, als Shell? Auch als Shell teilweise, aber jetzt nicht... Als Datenbankbrowser? Das nicht. Ich sehe auch nicht als Webbrowser. Es hat leider keinen. Also ich finde, es kann ein Webbrowser. Ja. Nein. Ich sehe, du hast dann noch Optimierungspotenzial. Ich empfehle dir Siki, wozu ich sinnvollerweise den Pulli gleich angezogen habe. Das ist nämlich eine Shell, die auf Emacs aufbaut. Okay. In Ruby implementiert und kann die Sachen, die ich gesagt habe, auch noch. Und du kannst es auch noch weiter skippen. Nicht E-Shell, oh, sondern. Nein, Siki. Das klingt gut. Anna, du kannst so ein Zeichen machen. Nein. Ich versuche mal jetzt wenigstens ein bisschen was davon zu merken, ist, damit ich auch was gelernt habe. Siehst du, wie lange ich meine Kleidung plane hin auf eine Stelle im Podcast, stundenlang. Aber auch ohne komplett in den Emacs Extreme Modus abzudriften, keine Ahnung, ich glaube, es empfiehlt sich, wieder Emacs einmal auszuprobieren und. Weil gerade Datei editieren und so weiter, ich meine, das ist gewöhnungsbedürftig, dass man nicht die Pfeiltasten benutzt, sondern dann halt Steuerung irgendwas oder halt, ich weiß nicht, wie das bei Emacs ist, keine Ahnung. Es ist jetzt, ich weiß ganz ehrlich, Steuerung gibt es nicht. Aber es gibt irgendwelche Kommandos, keine Ahnung. Ich habe nur gerade versucht, für mich in meiner Alltagspraxis irgendeinen Anwendungsfall zu finden, wo ich das bräuchte. Server. Also, gefunden, der Anwendungsfall ist überall. Na, der wirkliche Anwendungsfall ist Editieren von Dateien auf Servern. Ja, dann brauchst du automatisch VI, was anderes. Es wird meistens ziemlich kompliziert oder nicht praktikabel. Also, solange du bei dir auf deinem Rechner die Dateien hast, kein Problem, da kannst du mal nutzen, was du möchtest. Aber auf den Servern ist meistens nur VI oder Gott sei Dank inzwischen Vim installiert. Viele Programme haben auch Kompatibilitätsmodus zu VI oder Emacs. Also Eclipse kann man auf Emacs zumindest umstellen, auf VI wahrscheinlich auch. Dass man dann Das ist eine Kombination. Was ist denn noch zu fern von meinem Timebox, Alltag? Timebox. Schreiben wir zum nächsten. Ja, und wir könnten so einen leichten Schwung. Wir waren jetzt schon so ein bisschen in der Linux-Welt. Schöner Leben. Ja, oder? Schöner Nerden oder so in der Richtung.
Du hast reingeschrieben, Alexander, du hast City Skylines gespielt und das aber unter Linux. Wow. Ja, das ist doch ein Windows-Game, oder? Bitte? Wenn ich mich nicht irre. Oder gibt's nein. Okay, also es gibt es auf Steam auch für Linux. Das habe ich damals. Das wusste ich nicht. Ja. Ich habe es nämlich im Laden gekauft und habe es auf Steam benutzt. Okay. Super. Okay. Also, was ist City Skylines? Also, City Skylines ist so ein City-Building-Simulator, wie also SimCity auf gut Deutsch. Nur besser. Besser, weiß nicht, ob es besser ist, aber moderner. Man könnte vielleicht dazu die Geschichte erzählen, der letzte SimCity-Teil ist nicht so gut bei der Community angekommen, weil es ein paar ganz schwierige Einschränkungen gehabt hat. Aber die Skylines hat gute Reviews bekommen. Genau, also ich habe es eigentlich schon 6 Monate vor dem Release oder so auf, ich weiß nicht, ob sie die Seite ProLinux.de kennt, aber das ist so eine Linux-Nachrichtenseite gesehen und hat gesagt, das ist ein Spiel, das könnte mich interessieren. Ich habe mich dann für den Newsletter angemeldet und dann festgestellt, mein Laptop wird das nicht schaffen. Mhm. Aber vor ein paar Monaten habe ich meinen neuen Laptop zugelegt und der hat natürlich jetzt die Leistung, dass ich das spielen kann. Und habe ich mir gleich beschlossen, mein drittes Game auf Steam zu kaufen. Und muss sagen, es ist definitiv, wenn man solche City-Building-Games, also solche Simulatoren gerne spielt, ist es definitiv eine Empfehlung, weil es hat jetzt kein Setting, wo man sagt, ich muss eine Mission machen oder so, sondern es ist einfach nur Sandbox, ja. Man, das heißt, du planst deine Stadt und genau, also ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Genau. Es gibt keinen. Gibt es auch nicht wirklich. Es gibt nur so ein bisschen tutorialmäßig Einführung und dann gibt es später, musst du bestimmte Dinge freischalten. Du kannst das Rathaus zum Beispiel nicht von Anfang an bauen, nur nicht mal Krankenhaus oder sowas. Das muss man erst freischalten. Und auch Gebiete muss man freischalten. Ich finde, es schaut unheimlich hübsch aus. Ja. Vielleicht sogar das Schönste, was es so gibt jetzt am Markt mit diesen Simulatoren. Vermutlich. Also das Letzte, was ich gespielt habe, ist City Life Deluxe. Das kenne ich nicht. Ich weiß nicht, das war Windows-only, aber das ist viele Jahre her. Ich nenne diese Spiele immer die Wusler-Spiele, weil da latschen so viele rum und das hat irgendwie sowas Nettes, wenn die so da rumwuseln. Die Fahrzeuge. Das ist sehr gut. Das auch, ja. Also man merkt, dass das, also es gibt zwar einen Mod mittlerweile für europäische und asiatische Städte, aber es ist prinzipiell konzipiert auf den amerikanischen System, das heißt, alles muss an einer Straße sein. Und Verkehr und so weiter ist halt sehr auf Straßen ausgelegt. Es gibt zwar öffentliche Verkehrsmittel, aber das Bauen von Straßen ist jetzt da am besten ausgeführt in den ganzen Spielen, würde ich sagen. Und das ist wirklich cool, also wenn man die Grafiken und so weiter schon gesehen hat, Screenshots, man kann wirklich die wirresten Verkehrskonzepte einbauen in Straßen, die über Hochhäuser drüber gehen oder spiralenförmig oder was auch immer. Es ist wirklich ein Tunnel. Genau, ein Tunnel und alles. Also man kann wirklich, wenn man sehr gern sowas spielt, eine Empfehlung. Jetzt vom rein vom Schwierigkeits-, also ich habe es standardmäßig ohne irgendwas umzustellen gespielt. Schwierigkeit, ja, man baut einfach vor sich hin. Also ich habe keine finanziellen Schwierigkeiten gehabt, aber vermutlich kann man schwerer einstellen. Ja, hast du es gibt auch beim Zuschauen deiner Modus. Welt dann? Also schaust du dann gern zu, wie die Leute dann herumwuseln und so, Ja, also die wuseln die Leute selber schauen jetzt nicht so gerne zu, aber so eine Rettung und so weiter. Und vor allem, was, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, wenn so viele Totengräber dort benötigt, keine Ahnung. Ja. Du musst aber Stadtplanung machen. Friedhof? Ja, die Friedhöfe brauchen viel Platz. Und wie heißt denn die anderen da? Verbrennung. Ja, man muss ein Krematorium nach dem anderen. Ja, genau. Und ich habe die immer in den Hinterhof von den Häusern gebaut. Also, ich weiß nicht, warum die so viele brauchen, aber keine Ahnung. Es wird zu viel gestorben, ja. Ja, wirklich. Die Friedhöfe, die sind irgendwann voll und dann braucht man mehr Friedhöfe als Einwohner existieren. Ja, das ist schon. Also das Spiel geht sehr, sehr. Also man. Das, ja, also wirklich, man kann sich da. Es gibt also was relativ. Also am Anfang macht es vielleicht schon Spaß, so Leitungen zu legen und so weiter, Wasserleitungen, aber irgendwann wird es nur noch nervig, also das ist Kritik definitiv, weil irgendwann ist es relativ egal, ob man jetzt Wasserleitungen legen, also händisch legen, warum, ja. Meiner Meinung nach ein Detail, das zu viel ist am Ende, am Anfang vielleicht schön. Die Stromleitungen werden sowieso zum Schluss abgerissen. Ja, komplett unnötig später. Hat Kraftwerke.
Genau, also wenn man Grundstücke nebeneinander baut, ja, dann sind sie automatisch. Wenn sie automatisch unterirdisch vernetzt, was nicht sehr amerikanisch ist, weil da gibt es nur Oberleitungen, aber in dem Spiel ist es zumindest so. Und man kann sich halt dann, also Verkehr ist ein Punkt, Straßenverkehr, was man sich sehr, sehr spielen kann damit. Ja. Öffentlicher Verkehr, es gibt Busse, es gibt U-Bahnen, also Metros, es gibt Schienenverkehr, also Schnellbahnen, es gibt Schiffe, es gibt Flugzeuge und so weiter. Also das muss man halt je nach Größe der Stadt freischalten. Und man fängt dann mit Bussen und so weiter an. Und das finde ich etwas kompliziert, muss ich sagen. Also gerade das Busnetzwerk, wenn man das überall eine Station hinstellen muss und so weiter. Meine Stadt hat 50.000 Einwohner, das wird schon ziemlich komplex. Mhm. Ja. Aber es ist nicht schwer, eine Bushaltestelle einzurichten bei einer Linie. Das ist nicht schwer. Aber jetzt da, dass ich jetzt extra händisch machen muss, eine Linie einrichten und so weiter, finde ich jetzt ein Detail, was ich nicht tun kann. Man kann aber warten an der Busstation, wenn man da zu wenig Stationen baut oder so. Das wird überhaupt alles simuliert. Der komplette Straßenverkehr wird komplett simuliert. Das ist nicht wie in SimCity, wo einfach nur sondern wirklich, es gibt einen Startpunkt, es gibt einen Endpunkt und das Auto fährt diese Strecke entlang. Und wenn Staus entstehen, ist im einfachen Modus es so, dann werden vereinzelt Autos weggenommen und wieder an ihren Startpunkt zurückgesetzt, damit sich der Stau auflösen kann. In einem etwas schwierigen Modus wird der Straßenverkehr echt simuliert, das heißt also, der Stau bleibt stehen, ja. Und die Busse bleiben auch im Stau stehen und die Leute laufen wirklich, wenn du zum Beispiel eine Buslinie hast und daneben ist eine U-Bahn-Station, laufen die Leute wirklich von der U-Bahn zum Bus und umgekehrt. Mhm, und auch zu den verschiedenen Buslinien, sie laufen wirklich nach Hause. Und dir macht das Spaß, den Leuten dann beim Wuseln zuzuschauen oder ist es doch dann eher... Ja, ich habe das Spiel, das Problem ist nur, es wird eine schnelle Intel- oder AMD-Grafikkarte verlangt. Das habe ich nicht gewusst und ich habe eine AMD- oder eine Nvidia-Grafikkarte und ich habe eine Intel-Grafikkarte und alte Nvidia-Grafikkarten. Und auf den alten Nvidia-Grafikkarten lief es ziemlich schleppend, das hat nicht besonders lang Spaß gemacht. Das ist ein Kritikpunkt, die benutzen die Unity Engine und die ist da eindeutig ein Graus. Aber das Spiel selbst, das Wuseln war das Interessanteste überhaupt. Die Straßen zu bauen. Das Ganze erinnert mich sehr, ich habe mit Begeisterung gespielt, Transportgigant. Mhm, da hat auch ziemlich all das gegolten, was du gesagt hast, mit den Staus und so weiter. Ja. Das uralte Spiel und das nächste, was ich mir dann auch noch gekauft habe, war Cities in Motion, mit dem Zusatzgag, dass Wien als Stadt dabei war. Meines Wissens ist das derselbe Entwickler, das ist nämlich beides finnische Entwickler und City in Motion ist derselbe Entwickler wie City Skylines. Ja, ja. Okay. Und ja, genau, richtig. Und deswegen ist diese Simulation von den Straßen und U-Bahn und so weiter alles auch in Skylines mit eingeflossen. Ja, das muss sagen, das Verkehrssystem und so weiter, Simulation ist wirklich... Und wer noch eine schlechtere Grafikkarte hat, so Transport, so dass Transportgigant nicht einmal funktioniert, einfach einer Festplatte beim Defragmentieren zuschauen. Das ist eigentlich schön. Das gibt es aber nur für Windows. Ja. Eine Frage hätte ich noch zu dem Thema. Gibt es Naturkatastrophen? Kann man es auch kaputt machen? Nein, gibt es nicht. Nicht im City. Nein. Das dürfen sie nicht. Da waren sie. Aber ich glaube, Cities, dieses alte, was ich gespielt habe, City Life Deluxe oder wie auch immer, das hat das, glaube ich, gehabt. Mhm. Aber da City Life Skylines. Ja. Aber das Interessante in City Skylines ist die Simulation des Wassers, also Flüsse und so weiter. Du kannst nämlich auch Staudämme bauen. Sehr gut, weil du kannst deine Stadt dann wirklich unter Wasser setzen. Und oder ein Flussbett. Abwasser. Ja, Abwasser ist auch ein Problem. Wir schauen zuerst, wo man das Abwasser hin platziert, damit es nicht in die Stadt hineingeht. Oder wenn man Staudamm baut, ist das natürlich auch nicht schlau, dass man den Abwasserkanal auf diese Seite setzt. Okay, also es gibt schon Möglichkeiten, solche Katastrophen herbeizuführen. Aber trotzdem, das Städteleben wird dadurch nicht ausgeschaltet, sondern die Leute beschweren sich nur. Also es ist nicht so, dass das Stausee stinkt. Echt simuliert wird, nur du siehst das Wasser. Also das Optische ist das Wasser wirklich sehr gut simuliert. Also wenn du einen Staudamm setzt, das macht Spaß. Du kannst damit auch ein komplettes Flussbett zum Beispiel leeren und dann unten im Flussbett weiterbauen. Wenn es nicht zu steil ist. Ja. Das ist
natürlich immer. Aber die Straße kannst du zumindest runterbauen, auf irgendeine Art und Weise. Kann ich drüber bauen, also. Ja. Oder mit Tunneln. Ich habe es gespielt, da gab es noch keine Tunnel. Also die neuen Add-ons habe ich noch nicht und in der ursprünglichen Version gab es keine Tunnel. Die sind erst später dazugekommen. Das heißt also, ich musste eine Brücke drüber bauen. Ein Feature, das es noch gibt, ist, es gibt, offenbar, das ist über Steam oder so aktiviert, man kann Community-Gebäude hinzufügen. Ja, oder Community-Straßen, neue Kreisverkehr und solche genau, Sachen. Ja. Die gibt es dann fix und fertig mit riesigen, gigantischen Kleberblatt-Auffahrten für Autobahnen. Okay. Nice. Und auch neuen Gebäuden und solche Sachen, weil die Gebäude kann man auch selber designen. Genau, ja. Also eine Empfehlung, es klingt ja positiv irgendwie, das Skyline. Es gibt auch definitiv, also wenn man die Grafikkarte oder den Laptop oder Computer dafür hat, dann auf jeden Fall. Mhm. Kann ich die Stadt frei drehen oder habe ich wie bei diesem alten SimCity 4 Perspektiven? Nee, du kannst wirklich frei drehen, du kannst sogar in die Ego-Perspektive gehen und deinem Auto folgen. Ja, du kannst dann wirklich sehen, wie du gerade... Aber es gibt jetzt keine Fahrzeugmission, also zumindest habe ich gleich gesehen. Das gibt es ja auch bei manchen von den Simulationen, wo man dann Rettung spielen kann oder so. Also das gibt es komplett nicht. SimCity 2000 gab es ein Spiel zu, das mit Helikopter-Rettungsmissionen, kann ich mir noch erinnern. Genau, konnte man die Städte aus SimCity 2000 reinladen und dann konnte man in den Städten, die man gebaut hat, Rettungsmissionen fliegen. Das war interessant, ich habe es aber nie mehr angeschafft. Ich könnte auch noch über ein Spiel, aber lass mal vielleicht mal die Spiele, ich glaube, das spare ich mir fürs nächste Mal. Du hast einen Film im Kino gesehen, Horst. Ja, ich möchte nur kurz anbringen, weil ich es bei der Themenvorlesung gesagt habe, bitte auf International Open Magazine gibt es einen neuen Artikel. Ich habe ihn heute republiziert, es geht um internationale Domain Names und ob das der Bevölkerung von Tansania helfen wird, ins Internet zu kommen, dass sie jetzt nicht mehr Englisch lernen müssen, um ihre Domains eingeben zu können. Englisch müsste das lokalisierte und nicht internationalisierte Domains nennen. Ja, es gibt irgend so einen Begriff. Der Artikel ist nicht von mir, sondern von einfach nachlesen auf International Open Magazine. Ich habe ihn nur republiziert. Ja. Das heißt, die Zeichensätze sind dann anders. Ja. Mhm. Willst du wirklich, dass ich jetzt die Anomalisa total spoile? Nein, das habe ich mit keinem Wort gesagt. Ich will keinen Film, den du hier besprichst, spoilst. Aber erzähl einmal rund und ich werde vielleicht so Handzeichen machen. Liebe Hörer, versuchen Sie bitte 2 Bier zu trinken und dann einen Film zu erzählen, ohne zu viel zu erzählen. Ja, hast du die anderen Filme vom Charlie Kaufman zum Beispiel gesehen, der es geschrieben und produziert hat? Zum Setting... Ich habe nicht gewusst, dass ich in diesen Film gehe. Ich bin mit einem Freund mitgegangen, der hat gesagt, wir gehen ins Kino. Mhm. Und blub, war ich in einem Film. Und erst eigentlich durch dich habe ich dann kapiert, dass das derselbe Regisseur ist, der John Malkovich geschrieben hat. Genau, Regie hat er auch geführt. Adaption ist auch sehr gut. Okay. Und was vielen in Erinnerung ist, ist mit diesem Komiker in der Hauptrolle Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ziemlich arger Film, wo es darum so ein bisschen Science-Fiction, könnte dir gefallen, Science-Fiction-Setting, so Pärchen lassen sich Teile ihrer Erinnerung löschen, um die traurige Beziehungsvergangenheit zu löschen. Aber ja, genau. Aber man kann sagen, das ist nicht so der Easy-Listening-Bruhaha-Humor, sondern ein bisschen anspruchsvollerer, strange. Er kann ordentlich abgedreht sein, auch Sidney Dodge mit dem Hoffmann in der Hauptrolle ist auch eine Empfehlung, sehr anstrengend, aber eine Empfehlung. Und ja, er ist abgedreht, der Charlie Kaufman, aber gut, sehr gut abgedreht. Gut, also ich erzähle einfach über meine Eindrücke von dem Film und du stoppst mich, wenn es zu spannend wird. Also ich gehe da rein, habe wirklich null Ahnung, worum es geht. Ja, weiß nur, das gefällt dem anderen Typ, also es wird schon irgendwas Lustiges sein oder irgendwas Cooles halt. Ja, und es fängt an, dass ein Typ fliegt in einem Flugzeug und das ist jetzt kein Realfilm, so viel habe ich mitgekriegt. Und ich habe, glaube ich, bis zum Rausgehen gebraucht, bis ich mitgekriegt habe, dass das ein Stop-Motion-Film war und nicht ein CGI-Film. Ich habe mich schon gewundert, dass für so CGI... gut war das, also... Ja, und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, war, warum war es überhaupt ein Stop-Motion-Film? Weil die Geschichte war relativ okay, also hätten wir auch als Theaterstück machen können. Mhm. Warum war das jetzt ein Stop-Motion-Film und nicht ein Film mit echten Schauspielern? Ich vermute, dass sogar mit echten Schauspielern billiger gewesen wäre.
Vielleicht steht da eine Metapher aus, aber das weiß ich nicht. Ich muss dazu geben, ich schaue auch ganz gern Stop-Motion-Filme, also ich mag diese Tricktechnik und so, aber ich habe echt lang gebraucht, um das zu kapieren, dass das jetzt ein Stop-Motion-Film war und ich nehme an, es ging einfach so um ein Show-Off, schaut sich, kann das. Ja, ich habe schon ein paar Berichte gehört darüber. Es gibt ja schon, es gibt, kannst natürlich überall irgendwas reinlegen, es gibt dann schon so Theorien, warum das ein Stop-Motion-Film ist in diesem. Ja. Aber erzähl mal weiter. Also rückblickend, es gab eine Szene, die jetzt vielleicht Sinn gemacht hätte, dass das ein Stop-Motion-Film war, aber mit heutiger Tricktechnik oder auch mit ganz normalen Theaterrequisiten hätte das auch zusammengebracht. Also ich habe es nicht so gefühlt. Und dann aber, was mich jetzt wirklich sehr genervt hat als unvorbereiteter Kinogänger, ja, war, anscheinend hat es nur eine Synchronstimme gegeben oder so. Wobei, wir haben es in Englisch im Original geschaut. Also es hat anscheinend nur einen Sprecher gegeben und der hat alle Figuren geredet, zumindest ist mir so vorkommt. Es kann nicht sein, dass ich nur die Hälfte mitgekriegt habe. Man sieht also, der Hauptdarsteller ist so ein handlungsreisender älterer Mann, der wäre eher so ein grantiger Typ und so, und es ist halt ein, im Endeffekt so eine Art Liebesgeschichte oder Parabel auf, wie Amerika nicht funktioniert oder so, ja, Gesellschaftskritik. Und der fliegt halt in seinem Flugzeug und checkt in ein Hotel ein und macht sich dann einen Aufriss im Hotel. Das ist so jetzt die grobe Handlung. Ja, und die er trifft auch noch seine Ex-Frau oder Ex-Freundin. Und die ganze Zeit, er spricht oder wird gesprochen von einer männlichen Stimme. Das ist okay, er ist auch ein alter Mann. Aber jetzt redet er zum Beispiel mit seiner Ex-Freundin und die wird auch von einem Mann gesprochen. Und dann habe ich zuerst gedacht, das ist jetzt irgendein ein Transgender-Dings oder so und das ist halt irgendwie sein Sohn oder jemand, der sich jetzt als Frau umoperieren hat lassen. Ich habe ziemlich den ganzen Film gebraucht, um zu checken, dass halt in dem Film alle eine männliche Stimme haben. Das Zweite, und da kommt es ja schon eher hin, dass das jetzt Sinn macht, dass das ein Trickfilm ist und kein Realfilm ist, dass auch alle eigentlich das gleiche Gesicht haben, alle Figuren. Und das ist dann halt so Meta und es kommt, wird dann auch in einer Traumsequenz angedeutet, was die Aussage dahinter ist. Und sie haben also alle die gleiche männliche Stimme, wurscht ob es Mann oder Frau sind, und alle die das gleiche Gesicht mehr oder weniger. Also sozusagen für den Haupthelden ist so die Welt irgendwie alle alles gleiche, gleich, alles generisch. So ist das eine einfache Metapher gespannt. Man ahnt es, er verliebt sich dann halt in die eine, die, wie der Name schon sagt, die Anomalisa, die eine kleine Anomalie hat, also den Bissi, wenn er dick anders ist und das taugt ihm halt an. Das ist eher seine Liebesgeschichte und das ganze Setting hättest du jetzt in einem Hotel abdrehen können. Da ist auch die Stimme anders, oder? Von da. Sie hat ein bisschen andere Stimme, aber also da sieht man ja schon. Also die wahrscheinlich habe ich das auch nicht mitgekriegt. Das war dann die einzige, wo ich dachte, okay, da das ist jetzt eine Frau, weil die hat eine Frauenstimme. Endlich kenne ich mich aus. Ja, genau. Es ist doch vorher anscheinend doch was Besonderes. Ja. Okay, was gibt es sonst? Es gibt eine Sexszene mit Stop-Motion-Figuren, die jetzt auch nicht irgendwie ästhetisch sind, sondern einfach irgendwie... Es gibt... Okay. Aber ich höre heraus, so wirklich rausgerissen hat dich der Film jetzt eigentlich jetzt nicht. Gell? Ich muss jetzt sagen, ich hätte vielleicht anders reagiert, wenn mir jemand vorher erklärt hätte, das ist der Being John Malkovich gemacht hat. Weil das taugt mir noch und so, hätte ich gesagt, wow, ja, das ist jetzt voll arty und intellektuell und das schaut sich der Pöbel nicht an. Nur der so leibende Intellektuelle wie ich. Hättest dich selber in positive Meinung rein. Ja, aber ich war eigentlich, ich hätte auch gern so einen Ching-Bum-Action-Kracher gehabt. Also ich war nicht ganz so begeistert. Ja, da hättest du mit mir mitgehen müssen dann. Ja, hätte einfach mehr gebracht. Also man sollte ein bisschen vielleicht Wikipedia vorher lesen, sich anlesen, was will der uns eigentlich sagen, warum ist das alles so ein bisschen seltsam. Dann okay, aber auch andererseits kann das auch der Anspruch sein, dass so ein Film auch von sich aus wirken sollte und sich nicht von sich aus hat er eher ein bisschen daneben gewirkt bei mir, weil es halt für ich etwas überfordert war, speziell. Ja. Also was mich wirklich am meisten genervt hat, war nicht, dass die Gesichter alle irgendwie gleich ausgeschaut haben von diesen Puppen, von diesen Stop-Motion-Puppen, das habe ich noch irgendwie mitgekriegt, sondern dass die Frauen mit männlichen Stimmen gesprochen haben. Das war für mich halt nicht irgendwie Kunst, sondern irgendwie nur verstörend und schwer zum Zuordnen, was das jetzt soll. Ja, ja. Vielleicht habe ich mich dadurch erstmals in meinem Leben gefragt, was Synchronisation bedeutet, also vielleicht war es ein tolles Erlebnis, aber so als zahlender Kinogänger hat es mich jetzt nicht so beeindruckt. Ich muss ein paar mehr Stimmen. Ja, also ich finde, wenn es schon das ganze Geld in die Puppen stecken, hätte ich vielleicht noch zwei Synchronsprecherinnen dazu heuern können, das hätte mir vielleicht nicht noch so geschadet. Ja. Und sonst,
so wie ich es kapiert habe, ohne jetzt im Nachhinein viel drüber nachzulesen oder so, war das irgendwie ein Parabel auf dieses Commercial America, also auf dieses also das ganze Welt der Handlungsreisenden, die vor, ich glaube eh vor Vertretern, wie heißen die, Sales Agent oder so, einen Vortrag Salesman. Haltet über bessere Verkaufstechniken. Salesman. Ja, so ein Traveling Salesman Story, die in einem also eher seltsamen Hotel spielt. Also diese ganze Anonymisierung weg von Zaus gerissen sein und dann die große Liebe finden und dann ist das vielleicht auch doch eher nur eine Parabel auf eine dysfunktionale, vielleicht interpretiere ich auch viel zu viel rein. Ja. Also ich denke, er hat ein bisschen was aussagen wollen, wie Amerika funktioniert oder eben nicht funktioniert, hat das jetzt aber nicht politisch aufgezogen, sondern eher auf die persönliche Geschichte, also Ehe, Familie, Affäre, auf die Sache. Und da halt versucht, eine Art Sittenbild oder etwas zu tun. Ja. Ich muss sagen, ich hätte das Ganze gern gesehen als Theaterstück. Ich finde, dafür wäre es super gewesen mit echten Schauspielern. Mhm. Hätte genauso funktioniert. Ja, hätte nicht das Stop-Motion sein müssen. Ja, wobei natürlich, also ist eher ein Kompliment, dass ich nicht kapiert habe, dass Stop-Motion war. Also ich glaube, das sind CGI-Effekte, weil es wirklich gut war. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht den Sinn kapiert, warum das Stop-Motion war. Also es hat nichts daraus gemacht, was das jetzt irgendwie braucht. Jetzt. Ja. Es war ein politischer Witz drin, der mir ein bisschen aufgesetzt vorkam. So, irgendwie so jetzt tun wir noch das links-linke Publikum befriedigen. So. Alles war ich nicht so super überwältigt, nein. Aber ich bin auch total unvorbereitet hingegangen. Ja. Ne? Weißt du, wer die einzige weibliche Stimme war, die du gehört hast in diesem Film? Das war die Jennifer Lee und die ist zurzeit in einem anderen Film zu sehen, nämlich in den Hateful Eight von Quentin Tarantino. Und den habe ich mir ja angeschaut. Letzte Woche. Geschmeidige Überleitung. Im Gartenbaukino auf 70 mm? Ja, Gartenbaukino 70 mm. Ich sage 70 mm. Ja, ich habe das ja vorher nicht gewusst, aber das ist ein großer, unter Filmkonnoisseuren ein großer Fetisch, so die Ben-Hur-Kamera. Dennis hat gerade vorhin gut referiert darüber. Was hast du gemeint? Wie viele Filme wurden vorher damit gedreht? Also, man muss noch hinzufügen, 70 mm ist noch nichts Ungewöhnliches. Okay. Also die Filme wurden mit 65 mm aufgenommen, später auf 70 mm projiziert und 70 mm ist das, was man im Kino verwendet hat, generell. Also das war nichts Ungewöhnliches, 35 mm in kleineren und 70 mm war übrig. Üblich. Das, was das Besondere an dem Film ist erstens, dass die Pixel nicht rechteckig, nicht quadratisch, sondern rechteckig sind. Sie sind langgezogen und zwar in die Breite. Damit man mit einem 70 mm Film ein breiteres Bild bekommt. Ja, es war eine sehr breite Leinwand. Genau. Und das nennt sich Ultra Panavision 70 mm. Panavision, was ja früher mal eine Kamerafirma war, oder? Dürfte es vielleicht sogar auch noch heute sein, ich weiß es nicht genau. Weiß ich auch nicht. Die hatten aber auch noch ganz andere Formate, die meisten basierten auf 70 mm. Und ja, die Pixel sind alle breit gezogen und dadurch ist das Bild extrem breit. Das sind ja 2,76:1. Und dann gab es noch das Camera, ich weiß nicht was, das waren 2,7. Das war nicht ganz so breit, war auch schon. Und es gibt in dem Camera sowieso Format, gibt es ca. 18 Filme, die dann mitgedreht worden sind, aber auch noch bis in die 90er Jahre hinein. Hamlet wurde 1996 als letzter Film in den 90er Jahren, also in der großen Zeit sozusagen, in diesem Camera, ich weiß nicht was, Panavision Camera Format gedreht und dann noch in 2012 nochmal ein Film. Und Hateful Eight ist der im Prinzip quasi achte Film erst, der in Ultra Panavision gedreht worden ist. Das ist ja dann im doppelten Sinne Achter, weil er ist ja auch der Achte von Quentin Tarantino. Ja, wenn man es genau nimmt, ist es aber der neunte Film, weil Ben-Hur der erste damit war, mit diesem Format, aber es nannte sich nur nicht Ultra Panavision, sondern anders, das war glaube ich von MGM oder sowas. Ja. So der Sinn ist, dass du auf sehr breite Leinwand. Ja, du hast genau. Das hast du auch gesehen, also ja. Im Gartenbau haben es wirklich hast eine wahnsinnig. Hast du auch so den Kopf hin und her schwenken müssen? Ich war weit genug hinten, ich muss du das nicht machen. Also man muss auch dazu sagen, also generell hat der Tarantino das eben als Roadshow geplant. Das heißt, das umfasst eigentlich nicht nur die 70 mm Projektion, sondern der Film ist ja sehr lange, dauert 3 Stunden, hat eine halbstündige Pause und das ist ja keine Pause. 12 Minuten eigentlich.
Ja, aber bei uns war, ja, eigentlich hat es so als 12 Minuten geplant, ja. Also? Weil das ist ja keine, ist ja eine Pause. Wir werden ja oft einmal vom Kino nur so mehr Popcorn zu verkaufen gesetzt. Mhm. Hier ist es eine aktiv vom, eben vom Tarantino gesetzte Pause, ja. Und Musik startet auch schon vor der Projektion. Das heißt, wir sind eingeführt, die Overtüre. Das ist richtig so das voll Cinema-Erlebnis. Und das war auch wirklich so. Mhm. Also, gerade im Gartenbau, also ein wirklich wunderschönes Kino ist, was auch davor relativ Spaß macht, weil es das ist eine kleine schöne Bar, da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen, da gab es den Hateful Shot. Keine Empfehlung, da wird das Kino ein bisschen zum 4D-Kino. Das ist nämlich der Hateful Shot, kann ich erklären, das ist ein Stamperl-Bourbon mit Tabasco drinnen. Ja. Das ist, brennt etwas, ja, ein Bourbon. Also ein Mais-Whisky. Tja, ja. So ist das. Und ich muss sagen, das war einfach ein wirklich schöner, runder Kinoabend und hat schon was hergemacht. Also da kann ich schon sagen, da kann man statt Kinoabend auch so Lichtspiel, so ein bisschen Magie, das hat sich schon ausgezahlt. Gerade auch die Musik von Ennio Morricone, der ja schon früher von seinen Western-Musiken sehr bekannt ist, aber auch andere bekannte Filmmusiken gemacht hat, wie zum Beispiel für den Paten oder so. Mhm. Und witzigerweise ja, hat er auch, Quentin nimmt ja oft auch Musik von, die er selber auswählt oder so. Aber hier, er hat gesagt, auf den Interviews, eine große Inspiration war ein alter Carpenter-Horrorfilm, das Ding, The Thing. Und da hat er auch teilweise, glaube ich, ein Stück oder so, hat er von The Thing direkt übernommen und dort eingesetzt. Was ich dann auch erst im Nachhinein mitbekommen habe, ist mir schon aufgefallen, die Musik ist jetzt nicht aufdringlich, aber sie funktioniert sehr gut. Das war aber, das ist so eine der Tarantino-Sterben. Was kriegt man sonst geboten, ohne viel zu spoilen? Du kriegst eine Winterlandschaft geboten und am Anfang einen Kurt Russell und einen Samuel L. Jackson und eben eine Jennifer Lee. Der Kurt Russell ist ein Kopfgeldjäger, wird genannt der Hangman, der hat einen sehr guten Einzeiler. You only have, und ich weiß, so bitte nicht festnageln, so ähnlich. Ja? You only have to hang the mean man, but mean men have to be hanged. Also er hat so einen Prinzip, du kannst ja so dead oder alive, kannst du so deine Gefangenen abliefern. Sein Prinzip ist, ich liefere nur Leben ab und die müssen dann auch gehängt werden. Ja? Und dieser Kurt Russell ist in einer Kutsche unterwegs mit der Jennifer Lee, ist seine Gefangene sozusagen. Und auch in der, es kommen noch ein, zwei andere Frauenrollen vor, aber sie ist eigentlich die Frauenrolle in diesem Film. Ansonsten eine Frau und sieben Männer, oder? Ja, genau, es sind sieben Männer. Es wird hinpassen, aber ich weiß, dass genau beschwören kann ich da nicht, wer zu dem Achter noch dazugehört. Auf jeden Fall fährt diese Kutsche eine Winterlandschaft entgegen, der Samuel L. Jackson sitzt da am Wegesrand mit zwei oder kreuzt den Weg mit zwei eigenen Leichen, ist auch Kopfgeldjäger und steigt dann zum Kurt Russell dazu, sagt so, hallo, bist du auch Kopfgeldjäger, also trifft sich ja gut und dann zieht ein Sturm auf und dann kommen sie in eine Hütte und in der Hütte sind eben die restlichen Männer, ja. Und eigentlich ist es dann ein Kammerstück, das wurde dem Film auch sehr zum Vorwurf gemacht, dass er einerseits eben diese Panavision-Technik nutzt für ein Kammerstück und dann aber eigentlich sehr oft in der Hütte spielt. Fand ich aber trotzdem fantastisch. Ja. Also ich kann, um mich kurz zu halten, ich finde den Film spitze, muss aber auch vorausschicken, ich bin ein Freund der Dialoge. Also ich kann den noch 17 Staffeln beim Quasseln zuschauen. Ja. Aber ich kann vollkommen verstehen, und da hat er, glaube ich, auch die Meinung gespaltet, wenn man nicht auf die Gespräche reinkippt, die diese Männer, die sie wirklich hassen. Also Hass erfüllt, das passt vollkommen, weil die sind voller Rassismus natürlich und die arme Jennifer Lee, ich meine, sie spielt auch keine jetzt wirklich gute oder so, aber muss so sagen, Gewalt gegen Frauen, das ist halt, die bekommt sehr oft eins übergezogen, das ist einfach so, also die Gewalt gegen diese Frau wird sehr explizit dargestellt, ja. Also es ist, teilweise kommen mir so Erinnerungen von Carrie oder so, also es gibt dann später natürlich, je weiter der Film voranschreitet, ganz klassisch so Tarantino-mäßig auch, wird nicht mit Blut gespart und mit Splatter-Effekten oder so. Aber bis dahin hat man eben, finde ich, sehr gelungene Gespräche zwischen den Männern und wo sich dann immer so kleine Psychodramen irgendwie so abspielen und
schon fast so ein bisschen kommt auch raus. Also er kommt mit dieser Gefangenen hinein und er weiß halt nicht, wie man trauen kann. Ja? Mhm. Und das ist auch so ein Thema, was in diesem Film dann laufend verhandelt wird. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen... ja, einen sehr spannenden Touch. Also ist nicht farblich. Ich will jetzt gar nicht so, ich will jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Ja. Einfach um das nicht kaputt zu machen. Mhm. Was mich aber erstaunt hat, ich habe in den letzten 4 Tagen, glaube ich, weiß ich nicht, so 8 oder 9 Podcasts gehört, ja, relativ lange über Hateful Eight, weil mich einfach das so interessiert hat, warum die Leute das so gespalten aufnehmen und so. Und mein Ausgangspunkt war der Cine-Podcast, den ich ja sehr schätze, über so ein paar deutsche Filmstudenten, die das sehr beherzt, auch so mit Zweitsichtung und Tiefanalyse machen und so, denen hat es gleich nicht so gefallen. Die haben gar gleich dann so ein paar Podcast-Name-Dropping betrieben und die habe ich mir alle sofort als Feeds eingestellt in einen Podcast. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit meinen Film-Podcasts, das werde ich dann vielleicht in der nächsten Folge erwähnen. Aber alles in allem, anschauen. Ich finde ihn einen super Tarantino. Mir hat der letzte beispielsweise, der Django Unchained, nicht so gefallen, aber fand ich auch irgendwie gut. Bin ich echt so 3 Stunden wie ein Kaninchen in der Starre so gesessen. Also wirklich, ja. Und dann so war es schon aus. Ja, ist gut. Anschauen. Und noch dazu auch im Gartenbau. Ja. Also du sagst, das zahlt sich aus, dieser breite Screen und die ganze Atmosphäre. Ja, natürlich sehr geschmäcklerisch, aber wer halbwegs ein Herz für Dialoge hat und ich meine, das ist ja auch ein Star of Love, was ich ja auch mag, so ein bisschen wie der Wes Anderson, ist ja auch so ein Ensemble-Regisseur, das heißt, er holt sich ja immer gern seine alten Spießgesellen. Mhm. Also ob man einen Tim Roth, der jetzt gerade in Lie to Me sehr bekannt ist in dieser Serie, oder man hat einen Michael Madsen, einen Kurt Russell, da geben sich einen Bruce Dern, der einen wunderbaren alten General spielt, eben den Samuel L. Jackson. Das macht einfach Spaß. Und auch die Jennifer Lees spielt großartig. Ein guter Film. Und wie ist der im Vergleich zu seinen ersten 3 Filmen, sagen wir mal? Also wenn ein Vergleich gezogen wurde in dem Podcast, den ich da vielleicht auch so sagen könnte, am ehesten denk an Reservoir Dogs. Wenn du den Film schaust. Okay, ja, natürlich, ist es auch ein Kammerspiel. Ja. Na gut, ich habe jetzt eigentlich. Ansonsten im Vergleich, die Kostümage und das ganze Styling und so, das schaut schon sehr cool aus und der bricht dann teilweise auch die Konvention. Witzigerweise, also wenn der zweite Part beginnt, wenn man es weiß, kann man ja da genauer hinhören, da wird so ein bisschen die Handlung zusammengefasst. Ja? Und das ist die Stimme von Quentin Tarantino, also das hat er dann selbst erzählt. Und irgendwie sperre ich mich jetzt auch. Ich habe zwar 8 Podcasts über Stundenlänge darüber gehört, aber andererseits habe ich so immer so im Hinterkopf gehabt mit so, ja, mir hat eigentlich einfach nur Spaß gemacht, das jetzt so intellektuell zu zerpflücken. Er versucht zwar schon so ein bisschen eine Komplexität reinzubringen, aber er fängt dich immer als Zuschauer so weich auf. Und zum Beispiel beim Western hat man ja oft das Problem, dass man, ich habe es ja noch Englisch, Original, Sprache, dass man das Originalversion, dass man da die Sprache nicht so gut versteht. Ich habe sie gut verstanden, aber es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sie dir immer eine Hand reichen und dich nicht irgendwie dumm dastehen lassen, obwohl viele handelnde Personen da involviert sind. Mit oder ohne Untertitel? Ohne. Aber man kommt durch, also man kapiert, worum es geht. Ja. Und ich bin kein hartgesottener, also ich da schon auch greife gern dann auch im Privatkonsum zum Untertitel. Also, im Gartenbau-Kino spielen sie es in 3 verschiedenen Versionen. Das Bild ist immer dasselbe, bis auf eine, und zwar die mit Untertitel. Also es gibt die Englisch ohne Untertitel, es gibt Englisch mit Untertitel und es gibt die deutsche Version. Und die deutsche Version spielen sie, glaube ich, nur montags und dienstags. Und also jeweils nur eine Vorstellung. Während Englisch spielen sie die ganze Zeit mit und ohne Titel. Muss man darauf achten, wenn man... Also mir wurde empfohlen, mit Untertitel, weil die Jennifer Lee... oder wie hieß sie? Ja, okay. Ja, es ist noch ein Name dazwischen, den habe ich mir vergessen. Ja.
Also ich habe vor, ihn mit Untertitel mir anzuschauen. Ich habe es noch vor mir. Okay. Ich wollte ihn mir ohne Untertitel anschauen, weil ich mich kenne, wenn Untertitel laufen, dann lese ich ständig die Untertitel. Ja, und dann ist es so, ja, völlig überflüssig, mir die Originalversion anzuschauen. Kannst du Banner bieten. Ja. die Originalstimmen immer gerne hören. Und da stört es mich dann oft nicht, wenn ich nicht alles verstehe. Also ja, wenn jetzt jemand dabei ist, der ein bisschen Nuschelt oder ein Dialekt spricht. Aber da bin ich immer gespannt. Ich bin ja ganz froh, dass ich mit meinem Erkältungsschädel jetzt nicht drin war, weil wahrscheinlich hätte ich das gar nicht genießen können. Ja, aber es klingt gut. Ja, ja, wie gesagt, 3 Stunden frisch und, ja, und unkrank, ja, ist ja zu empfehlen. Da braucht man schon Sitzfleisch. Und das sind auch, das ist auch super beworben jetzt irgendwie. Ja. Ich bin ganz gebannt. Ich wollte das sowieso sehen. Mal, jetzt hätte ich fast Lust. Ja, mir fällt gerade ein, dass ich auch im Kino war letzte Woche. Oi. Ja, ich habe mir den Werner Bothe-Film angeschaut. Ach, den hatten wir ja schon. Ja, den hattest du mal genannt, Stefan. Habe ich ihn nicht ausreichend schlecht beworben? Doch, aber meine Freundin hat mich wochenlang gequält. Ich habe ihr direkt gesagt, der Film ist schlecht, der wird mich nicht interessieren. Also, okay, nicht schlecht, vielleicht ist es für manche Menschen gut, aber für mich wird das eine langweilige Sache werden. Oder ich werde aggressiv dadurch, weil mich solche Dummheit von bestimmten Menschen einfach aggressiv machen. Ich gehe jetzt nicht auf die Qualität des Films ein. Ich werde jetzt nicht sagen, ob ich den gut oder schlecht fand. Aber eine Aussage, eine einzige Aussage, die fand ich so gut. Und zwar hat er NSA-Mitarbeiter interviewt und hat einen NSA-Mitarbeiter dann tatsächlich, also versucht zu interviewen. Zwei haben geantwortet ihm. Und sind sie auf Facebook? Nö. Und das war doch interessant. Warum? Die Antwort habe ich vergessen. Ich achte auf meine Privatsphäre. Richtig, genau, ja, das war's. Okay, das war tatsächlich der Grund. Ja, ja. Und das war wirklich interessant und finde ich vollkommen richtig. Mhm. Das war die einzige Person im ganzen Film, die ich wirklich ernst nehmen konnte, von den Personen, die sozusagen ja Ahnung haben sollten oder hätten müssen. Haben müssen, ja. Also ich konnte mich mit dieser Person identifizieren und das war ein NSA-Mitarbeiter und das ist schon irgendwie etwas seltsam, wenn man sich gerade mit dem Feind am besten identifizieren kann. Alle anderen Personen, die gesagt haben, ich bin auf Facebook oder sowas. Der Einzige, der schwarze Balken vor dem Gesicht hatte. Ja, genau. Mit dem konntest du nicht Gesicht, identifizieren. Vom Gesicht, vom ganzen Körper. Ja, also wirklich. Das war eine Erfahrung, die ganz interessant ist. Ansonsten fand ich den. Achso, ich wollte nicht bewerten. Ja, ja. Gut. Ja, brennt noch jemanden? Hast du noch ein Thema? Ja, ich muss ja noch korrigieren, dass ich ja einen totalen Schmarrn erzählt habe. Ach, das können wir nächstes Jahr noch machen. Na, weil ich habe jetzt nämlich erfahren, beziehungsweise auch erlebt und in einer kleinen Twitter-Unterhaltung erlebt. Mhm. Also, was die machen, ist nicht, dass die selber produzieren. Dieses 4000 Hertz Podcast-Netzwerk. Ich dachte, die produzieren selber. Das ist schon richtig, dass sie selber auch Podcasts machen, aber dieses Ding von diesen Idee von diesem 4000 Hertz, das ist, dass die publizieren, also die wollen quasi sich Podcaster, sollen Podcaster hingehen und sagen, jetzt bring uns was raus, jetzt publiziere uns. Also ein Netzwerk in YouTube, wie bei YouTube. Ja, im Prinzip ja. Und da gibt es jetzt noch was anderes, die machen das auch so. Also ich glaube, dass die das tatsächlich, vielleicht wollen die das auch so machen, also oder zumindest habe ich das so verstanden, dass die Podcaster dann auch ein bisschen irgendwie Geld kriegen, weil man dann vielleicht Sponsoren findet oder so. Also finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Hast du deinen Feed dann auch dort und deine Homepage? Also wenn du dann hast du dann irgendwie, also, loggst du dich dort ein und kannst sozusagen... Es gibt einen, zumindest habe ich jetzt einen Feed abonniert und das ist so ein Sammelfeed, wo jetzt vor 2 Wochen mal ganz viel kam und dann irgendwie nichts mehr, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das an meinem Podcatcher liegt oder an dem Feed. Oder habe ich auch von anderer Stelle gehört, dass das so ist. Nicht mehr. Und das habe ich natürlich irgendwie völlig missverstanden, dass die, ich dachte, die wollen sich, also das sind ein Zusammenschluss von ein paar Leuten, die da halt quasi so ihr eigenes Radio machen möchten, aber das ist offensichtlich nicht so, sondern die wollen quasi die Plattform bieten. Mhm. Und waren die Inhalte was?
Das waren Themen, die mich nicht interessiert haben. Da möchte ich jetzt nichts drüber sagen, aber okay. das ist mein persönlicher Geschmack. Das, ja. Die werden schon was gewesen sein, aber es hat mich nicht interessiert. Ja. Also nicht. Was ich ganz interessant fand, ich hab, manchmal bin ich ja echt ein bisschen frech, ne? Ja, irgendwie ging es da auf Twitter wieder drum, also so Hobby-Podcaster gegen Geldverdienen-Podcaster irgendwie. Ja. Und ich habe da mal so dazwischen gefunkt und es gibt eben dieses 4000 Hertz und es gibt auch noch Kastronauten, die was Ähnliches machen. Und habe dann so gemeint, könnt ihr mir jetzt mal in 140 Zeichen erzählen, was ihr macht? Und dann kam von den Kastronauten, ja, da braucht man weniger als 140 Zeichen, wir vernetzen Podcaster. Und für weitere Fragen. Fand ich eine coole Antwort und von 4000 Hertz kam so ein Link irgendwie zu ihrer Homepage, schließt das. Und dann zurückgeschrieben so, nee, ich wollte jetzt eigentlich wissen, was macht ihr eigentlich? Ja, dann lies es halt, dann wirst du schon sehen. So in der Art. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen hin und her geschrieben und habe mir gedacht, nee, also ja. wenn ihr irgendwen bekannt machen wollt, ich gehe nicht zu euch, weil, nee. Also da finde ich jetzt den großen Unterschied zwischen den beiden irgendwie, dass einfach der Umgangston, ob jetzt die Idee funktioniert, ob das was, also ich finde es ganz gut, ob das dann funktioniert, ob die Leute finden, weiß ich nicht, aber die Idee als solches finde ich schon echt verkehrt. Weil du nimmst doch so die Schwierigkeit, die Hürde zu publizieren, oder? Du kannst dann deine Files dort uploaden und sie generieren für dich den Feed. Habe ich das richtig verstanden? Die kümmern sich im Prinzip, also sowohl die einen als auch die anderen, kümmern sich quasi um alles. Also die kümmern sich ums Publizieren, die kümmern sich darum, dass du ein gewisses Level an technischen, an Verständlichkeit hast. Okay, wirklich. Auch kannst du auch produzieren auch. Produzieren musst du selber? Ja, aber verlegen sozusagen. Die sagen aber im Zweifelsfall, sagen sie halt jetzt, nee, die Aufnahme, das kannst du vergessen, das hört ja keiner. Okay. Oder, also so habe ich das verstanden. Die versuchen dann aber auch Sponsoren zu finden. Also die machen quasi den ganzen Background. Ja, verlegen, sagt man verlegen dann? Bei Audio, vernetzen. Publizieren. Für Audio, ja, das ist ja schwierig. Ja, warum nicht? Willst du zeigen, ob es funktioniert? Also ich weiß jetzt nur von YouTube-Netzwerken, die funktionieren ja so, publizieren machst du selber über YouTube, aber die Vernetzwerkung, dass die einzelnen YouTuber untereinander sich mal austauschen, dass die einen mal im anderen, damit ein Werbeeffekt gegenseitig entsteht. Das ist wahrscheinlich eher ein erster Hauptgrund. Und dort gibt es aber das Problem, dass eben die Audioqualität eine größere sein muss als die Video- und Audioqualität auf YouTube. Auf YouTube kannst du jeden Schrott sozusagen hinsetzen mit der Webcam, wirst du schon bekannt und später wird es besser. Aber was Audio anbelangt, würde ich sagen, die meisten, die den Podcast hören, außer unsere Hörer, wollen doch schon ein gewisses... Entschuldigung an dieser Stelle, ja. Eine gewisse Audioqualität. Ja. Also ich glaube vor allem, dass die meisten Sponsoren einfach eine gewisse Audioqualität haben wollen, dass sie sagen, ja, wir sponsern euch schon, aber nur wenn ihr in einer gewissen technischen Qualität die Sachen bringt. Also dass sie dann dahingehend halt einfach aussuchen müssen. Also die Monetarisierung übernehmen sie sozusagen auch. Ja, und den Vertrieb halt. Ja, das machen die auf YouTube auch. Ich würde sagen, dass das im Endeffekt wirklich beides ein und dasselbe ist, nur aus zwei verschiedenen Szenen. Und ich würde sagen, beim Podcastern ist wirklich wichtig, die Technik dahinter auch noch zu kontrollieren, dass die das ordentlich machen. Ich habe jetzt da noch nicht weiter nachgefragt oder das nicht weiter verfolgt, weil irgendwie mit 140 Zeichen kannst du ja nun wirklich nicht alles ausdiskutieren. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit die Leute unterstützen beim technischen Setup oder bei der Aufnahme oder ob die nur sagen, okay, das taugt uns, das nehmen wir, das taugt uns nicht, das nehmen wir nicht. Hast du geschaut, was der Spaß kostet? Da stand nichts von Kosten. Aha. Nirgends. Ich habe aber jetzt mir nur die beiden Homepages angeschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt kosten wird. Vielleicht ist es kostenlos. Ich werde das nochmal weiter verfolgen. Dann wird es ein Wunder sein. Nein, finde ich gar nicht. YouTube ist auch kostenlos. Wenn die Sponsoren haben, dann können die sicher Sponsoren finanzieren. Hast du rausgekriegt, ob diese Vertriebsmodelle kompatibel sind mit einer Creative Commons Lizenz? Noch habe ich nicht geschaut, aber kann man gucken, ich denke. Also die einzigen, die Kastronauten sind Podcaster, also die sind reine Podcaster, die halt auch Radio, glaube ich,
können. Und die anderen sind Radioleute, die auch Podcast machen. Und ich glaube, dass die irgendwie so verschiedene verschiedene Herangehensweisen haben. Aber kann ich mal irgendwie versuchen rauszukriegen. Die Frage ist, ob sie es unterstützen, wenn man in mehreren Netzwerken drin ist. Weil das ist bei YouTube zum Beispiel No-Go. Ja, Exklusivität. Ja, Moment einmal, du kannst auch bei YouTube Creative Commons lizenziertes rein tun, das kannst genauso gut machen. Ja, ich meine jetzt, wenn du in einem Netzwerk drin bist. Genau, das ist wie zum Beispiel Media-Dingsbums und da gibt es ja verschiedene Netzwerke. Mhm. Zum Beispiel Disney hat eins, ProSieben hat eins, also die Fernsehsender gehen ja auch inzwischen auf YouTube. Und diese Netzwerke versuchen, YouTuber an Land zu ziehen in ihr Netzwerk, aber dann sind die exklusiv dort. Und dann tauschen die sich auch gegenseitig aus, aber nicht mit anderen. Ich sehe schon, wir müssen ins Disney-Netzwerk, Horst. Also das Podcast. Aber es wird nicht einfach sein. Ich werde jetzt schon beginnen. Ich habe das Gefühl, ich bin plötzlich gezeichnet. Ja, das muss die Macht. Disney. Ja, nicht uninteressant das Ganze. Ich kann noch dazu beisteuern, Soundcloud, nur weil es mir gerade einfällt. Mhm. Dort gibt es auch mittlerweile ein Podcaster-Programm. Ich glaube, da kannst du deine Sub-Files eben uploaden und die basteln dir einen XML-Feed, sodass du es dann abonnieren kannst. Aber das habe ich am Rande irgendwie mitgekriegt, ja, aber weiß ich auch nichts. Weiß ich auch nicht, weil mich da auch wirklich dann schon das Interesse, das ist dann halt immer, wenn man sich von seiner Plattform abhängig macht, schwierig. Schwierig, weil du steckst dann, weiß ich nicht, 300 Episoden beispielsweise produzierst du mal und steckst in dieser Plattform drinnen irgendwie. Es kommt halt drauf an, wie man es macht. Man muss sich das anschauen. Also ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal recherchieren. Ich könnte mir es eher andersrum vorstellen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Sponsoren, Werbekunden, was auch immer. Wir können hier pro Episode den und den Betrag zahlen, wenn du zu dem Thema mit so einer Audioqualität lieferst. Weil ich dann sagen kann, okay, dann gehe ich raus und dann produziere ich, weil ich weiß, ich kriege Geld dafür. Na, das wäre schön. Also das wäre so meine Überlegung. Die Monetarisierung funktioniert eher über die Werbung oder irgend so etwas. Und du bekommst Anteile anhand der Werbeeinnahmen. Das heißt also auch höhere Zahlen. Ach so, anteilig ist immer Glücksspiel. Ne? Also da kann ich mal meine Werbekunden dann theoretisch auch selber suchen. Ich würde dann sagen, man sollte mit solchen Sachen eher mit Hobbyambitionen gehen. Also ich sitze hier, ich bekomme kein Geld von euch. Ich mache das hier auch nichts. Und ich dachte mir, die zwei, vielleicht haben die 5, 6 Hörer, vielleicht auch 10. Mhm. Ich weiß ja nichts über das Hörer. Ich habe sie jedenfalls noch nie gehört bisher. Ich habe nur von ihnen gehört. Das ist aber nochmal was anderes. Also Biertaucher-Podcast war ja mir schon seit ein paar Jahren, also ein paar Jahren ist übertrieben, 2 Jahren oder so ein Begriff. Mhm. Wusste aber gar nichts darüber. Und saß dann hier und habe mir gedacht, wie haben diese 10 Hörer, macht es Spaß. Kannst du dann ein Begriff gewesen sein, haben andere davon erzählt? Oder? Ja, oder ich habe es irgendwo im Internet gefunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir gehen ja jetzt überhaupt in eine vollkommen neue Richtung. Ja. Wir nehmen in Zukunft nicht mehr auf, sondern unsere Hörer kommen. Ja. Na ja, klar. Ja, du merkst einen riesen Saal. Alle Hörer sitzen da unten. 500 Hörer. Apropos, die Zuhörer kommen. Das war ziemlich kurios in Chicago. Aber da gibt es einen Fernsehsender, da kann man auf der Straße vorbeigehen und die sind im Erdgeschoss und man sieht hinein in den Senderaum. Cool. Nice, ja. Und es gibt auch einen Radiosender daneben, der das macht. Aber da wird doch immer so Spaß drüber gemacht, in den Simpsons so und sowas, genau, wo dann die Leute im Hintergrund Scheibe sind und dann, hallo Mama. Das wäre ein neues Biertaucher-Format. Ja, wer immer hier seine Mutter grüßen lassen will. Dienstags, Westbahn, der Straße 35 Jahre, in der Zypresse einfach mitmachen und Mami grüßen lassen. Ne? Ja. Kein Problem. Machst du das jetzt hier mit? Meine Mama hört den Podcast nicht, aber. Gezwungenermaßen. Nein, aber wer immer will, kann hier gerne kommen. Ihr könnt uns auch nicht deine Mama. Ja. Ich grüße auch Horsts Mama. Ich grüße meine Eltern. Gut, so. Ich glaube, das Niveau ist jetzt schon so tief, dass man langsam... Schon ausgefranst begonnen. Wie schaut es mit den Batterien aus?
Ich höre überhaupt noch auf, seit einer Stunde. Naja. Ja, ja, also es leuchtet. Und steht meine Empfehlung bringe ich nächstes Mal an. Weil das was ist für Empfehlung? Ich habe noch so einen YouTube-Kanal, aber das ist wieder der Ernst und kommt mit konzentrieren und so. Und so, das machen wir nächstes Mal dann. Gut. Ja. Machen wir echt schon Schluss? Ja, was hast du noch? Du hast ja, genau. Es also sind 2 Stunden 41. Wahnsinn. Was? Über 2 Wir sind jetzt langsam. Also okay, das ist, die 3 bekommen wir noch voll. Ja, dann. Gar nicht so Hateful Six. Bitte denkt an die arme Anna, die Menge. Fast exklusiv die Shownotes machen werden. Was? Was? Sag doch was. Ich schaffe in einer Woche nur circa eine Stunde schon. Also ich bin ja der Meinung, eine Stunde schon. Stunde Sendung pro Person für Shownoten. Jetzt, das wäre dann, du machst eine Stunde, ich mache eine Stunde und wer macht die dritte Stunde? Kannst du darauf hinnehmen, dass wir zwei die ebenfalls machen. Ich mache sowieso die Endkontrolle. Ich habe ja ein paar Fehler gefunden, habe die direkt ausgebessert. Ah, okay. Ja, den Teil habe ich dann auch mir angehört, wo die Zeiten fehlten und habe mir gedacht, oh mein Gott, das sind so peinlich. Ja, ja. Und haben die Zeiten gefühlt? Einmal bei 16 Minuten und einmal bei 1 Stunde 42 oder sowas. Einmal bei einem Thema. Ja, ich erkläre mich bereit, ich mache Stunde 3. Ey, super. Oh. Alles wird Zeit. Yeah. Boah, nächste Woche 7 Stunden. Ich habe nicht gesagt, ab Stunde 2, ich mache Stunde 3. Das ist eine ganz andere Aussage. Ja. Ich habe halt Spaß gehabt mit Let's Encrypt. Nachdem ihr ja. Knall, Alter. Das ist interessant, dass ihr im Podcast bin ich in Embryonalstellung. Moment mal, was war das? Fußboden. Trauernd. Er krümmt sich. Nein, das ist aber eh gut. Ich wollte das sowieso. Das ist ein interessantes ich glaub, Thema. Ich muss an meinem Sprachstil noch arbeiten. Aber ich habe noch ein paar Jahre. Hoffentlich. nachdem ihr habt euch ja damit beschäftigt, sowohl du als auch also der Dennis und der Hopp, der mal hier war, haben sich ja damit beschäftigt und unterschiedliche Meinungen dazu bekundet. Ich habe mich damals nein, so zurückgehalten. Nein, die waren ziemlich eindeutig. Für die Zuhörer, also für mich hat es anders gewirkt, aber egal. Ich habe mich lange zurückgehalten, weil ich mich auch nicht damit beschäftigt habe. Und jetzt hat es gedrückt, weil ich es aus technischen Gründen benötigt habe. Ich wollte eine Domäne umstellen und jetzt habe ich gedacht, naja, eine Domäne nicht kleckern, sondern klotzen. Ich stelle alles um. Wow. Ich glaube, wir haben es umgestellt. Seid ihr unerreichbar? Nein, wir haben umgestellt, glaube ich, so um die 35 Domains. Das hat gebraucht 2 Minuten. Also ich war ziemlich beeindruckt. Das funktioniert einfach. Wir haben wirklich den vollautomatischen Weg und das ist ein Server, wo alles Mögliche drauf läuft. Also Web-Interfaces zu Webmail, es laufen normale statische Webseiten drauf, PHP-Zeug läuft drauf, es läuft ein ganzer Haufen Rails-Zeug hinter Passenger mit Redirects, mit unterschiedlichen Server-Aliases und allem Möglichen. Das hat er alles erkannt, es ist alles richtig konfiguriert. Aber dort ist ein Ausfall in der Zeit, wo Let's Encrypt sozusagen lief, um die natürlich, Sachen zu stellen. Ich hatte viel mehr Ausfall, wenn nachher der Passenger neu starten muss. Das ist mir der viel längere Ausfall an der Geschichte. Aber wirklich, es ist in der Größenordnung von einer Minute vielleicht gewesen oder so der Ausfall. Also es ist für 30 Domains ist das de facto nichts. Also in deinem Fall würde ich schon die Shell-Script-Variante wählen und dann konfigurieren. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber anschließend es ist schon ein bisschen stabiler. Es gibt also, wie gesagt, hat super funktioniert. Mhm. Vielleicht noch ganz interessant, was rauskommt, ist nicht das, was ich ursprünglich erwartet hatte. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass man pro Domain, also pro, wie sagt man, Top-Level-Domain, ein eigenes Zertifikat kriegt. Das ist nicht der Fall. Man bekommt insgesamt ein Zertifikat und da sind eben Unmengen Aliases drin eingetragen. Ja. Weiter ist kein Problem. Mir war gar nicht bewusst, dass das geht. Ich dachte, du kannst nur pro Domain plus Wildcard alle Subdomains dazu haben. Nein, du kannst in einem Domain, in einem Zertifikat beliebig viele Domains drinnen haben und das akzeptieren die Browser, sage ich jetzt einmal, ohne Probleme. Stimmt's wirklich? Wir haben dann auch uns ältere Sachen angeschaut. Nö, stimmt nicht. Also in alten Browsern haut es nicht hin. Ja, aber du hast da ein anderes Problem. Die alten Browser unterstützen Let's Encrypt gar nicht. Genau.
Die, die das Zertifikat drin haben, die unterstützen genau. Sie auf jeden Fall. Ganz genau. Du könntest auch hier in diesem Fall Gruppierungen, verschiedene Domains zusammen in ein Zertifikat stecken. Wenn die auf unterschiedlichen IP-Adressen laufen, würde es theoretisch sogar mit alten Browsern laufen. Das ist aber in den seltenen Fällen der Fall. Ansonsten würde das aber auch vom Server unterstützt werden und der wählt dann das richtige Zertifikat aus. Das nennt sich SNI. Und ja, das kannst du aber über den Standard-Client nicht machen. Das muss man von Hand machen, dass da verschiedene Zertifikate erstellt werden. Na, also so sarkastisch das scheinbar am Anfang geklungen hat, dass du in die Embryonalstellung gehen musstest, schon. Nein, das war gar nicht sarkastisch gemeint. Hat echt super funktioniert. Wir haben dann nachher noch eine ganze Menge anderen Krams herumkonfiguriert, weil dann sind wir auf den Geschmack gekommen. Jetzt war das so schnell, jetzt können wir noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Damit haben wir uns noch einige Sachen zerlegt. Aber dafür kommt denn jetzt im Glück nichts und das hat einfach funktioniert. Ja, wer liefert bei euch denn die Webseiten aus? Apache? Ja. Und funktioniert es auch mit einem Nginx funktionieren? Nein, Leid noch die? Nicht. Das haben sie vor, Nginx zu unterstützen. Das hat aber schon einen Sinn. Ja, aber der funktioniert nicht, da habe ich mich eingelesen zu. Okay. Das haben sie schon, das Plugin haben sie komplett deaktiviert, dass es keiner benutzen kann, weil es wohl zerstörerisch sein musste. Also. Und wenn man das dann auch beim Apache natürlich anschaut, was er eigentlich wirklich macht an der Konfiguration, was er so reinnudelt, es ist eigentlich recht sauber gelöst. Er legt zu jedem Konfigurationsfile, das du hast, noch ein zusätzliches an. Okay. Das hat dann eine zusätzliche Endung mit Strich irgend, ich glaube ACS oder so, Strich SSL, Strich Conf. Damit ist immer klar, was wo dazugehört. Nice. Da kopiert er im Prinzip die Konfiguration von der nicht verschlüsselten Domain rein, also von der HTTP-Domain rein, hängt das Ganze in ein If, ob denn das Mode SSL überhaupt aktiv ist. Das heißt also, selbst wenn das Mode SSL nicht richtig installiert wäre, aus irgendeinem Grund, schießt es da nicht die Konfiguration zusammen. Und trägt dann dort ein den Verweis eben auf Cypher, auf Key, auf die Chain, dass er die Zertifikatgeschichte richtig auflösen kann und auf eine Konfigurationsdatei, die in jeder eingebunden wird. Das heißt, du hast also eine neue zentrale Stelle, wo du alle deine SSL-Parameter konfigurieren kannst. Und das finde ich recht hübsch. Also es ist gut. Sehr manierlich, sehr sauber. Bin sehr zufrieden. Wie ich aus. Ja. Fürchterlich. Dein Bock. Fast kaputt. Schluss. Und haben wir die 3 Stunden schon voll? Was haben wir denn da? Ich sehe es gerade nicht. 2 Stunden 42, 49. Okay, noch 11 Minuten. 10 Minuten gibt es euch nicht so. Aber schön war's. Nächste Woche. 19.30 Uhr. Schönen Abend noch. Tschüss. Grüß euch.